viel Spaß mit Find the Pro. Lasst Liebe da auf diesem Highlight-Kanal. Lasst gerne ein Follow da. Und wir gehen rein. Fußball prägt mich seit meiner Kindheit. Einfach, es ist einfach Film geworden. Einfach Find the Pro ist einfach so Film geworden. Geisteskrank. Chat passt. Danke, Niklas. Ich habe jahrelang selber in NLZ gespielt. Unter anderem bei Mainz 05 und bei Darmstadt 98. Alter, Mero hat bei Mainz 05 gespielt und Darmstadt. Krass. Also ich weiß, dass er Fußball gespielt hat, aber dass er sogar bei Mainz gespielt hat? Crazy. Da muss er auch ein geschultes Auge haben. Dann könnte maybe auch mal ein Nein niemals kommen. Meinung zu Mero, Bruder, der ist seinen Weg gegangen. Egal, was man sagt, der Junge ist ein Macher, der macht sein Ding, der macht Business. Ob er jetzt ein guter Rapper ist oder nicht, der macht einfach Business, der ist ein Macher. Da kannst du nichts sagen. Und ich finde ein paar Lieder von ihm auch geil, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß. Vielen, vielen Dank, Brudi. Dass die Erfahrung bei mir da. Aber erster Eindruck. Alles, deshalb können die Jungs mir nichts vormachen. Philippe, was geht? Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine besondere Edition, die wir auch schon mal gedreht haben und ihr extrem gefeiert habt. Wir drehen heute nämlich die Länderspiel-Edition. Alle Jungs hinter mir erzählen, dass sie Nationalspieler sind. Nur einer sagt die Wahrheit. Ja, nee, wir können sogar welche aus dem NLZ haben, aber keine Nationalspieler sozusagen. Also die können NLZ spielen, sind aber nicht Nationalspieler. Vom Sinn her. Oder? Boah. Kann hart sein. Und heute kann sehr, sehr, sehr schwer werden. Wie gesagt, eine Jury, wo viele drauf gewartet haben. Ich habe es in unzähligen Kommentaren gelesen. Ich kann es euch jetzt sagen, ich sollte eigentlich, dir hatte mir ganz spontan Bescheid gesagt, dass ich dort in der Jury mit dabei bin mit Mero. Das war ganz spontan gewesen. Ich glaube, die Folge wurde in Frankfurt gedreht, Nähe Frankfurt. Ich habe es nicht geschafft. Er hat mir am Sonntag Bescheid gesagt und ich habe es nicht geschafft hinzufahren. Ja, Mann, eigentlich wäre ich dabei gewesen in der Jury. Deshalb freue ich mich jetzt auf die Juryvorstellung. Mein Name ist Dia, Fußball-Content-Creator. Und hier habe ich einen Mann, der auch früher mal Fußball gespielt hat. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Mero, ich mache Musik, ich bin Künstler. Ich habe selber früher Fußball gespielt bei Darmstadt 98 und bei Mainz 05. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Was geht, Freunde? Ich bin der Enno, ich bin auch Musiker. Ich finde auch Enno brutal sympathisch, ich persönlich. Ich persönlich. Ich mag die beiden eigentlich. Ein sehr großer Fußballfan, selber auch gespielt, Amateur. Das war's. Geil. Kevin Reuter, Spielerberater bei 110 Sport. Und den mag ich auch. Gute Jury heute. Geile Jury. Bin ich gespannt. Ich mag ihn, weil er ist immer sehr ehrlich und direkt. Finde ich sehr geil. Geile Jury. Bin ich gespannt. Sportmanagement kennt mich aus einigen Folgen und ihr wisst, wenn der Spielerberater redet, sind wir alle leise. Wenn Berater reden. Das war der Spruch des Jahres, wenn Berater redet und alle leise. Mero, Bruder, NLZ hast du gezockt, ne? Ja, ich habe 4 Jahre NLZ gespielt. Ein Jahr bei Mainz 05 und 3 Jahre bei Darmstadt 98. Was war Mainz? U14, Mainz 05 und dann ja, ab U15 bei Darmstadt 98, 3 Jahre. Ne? Krass, und dann? Zählt man Darmstadt zu NLZ mit dazu? Alaikum salam, Joshua. Zählt man Darmstadt mit dazu? Ist es eigentlich, ist es NLZ Darmstadt? Ja, oder? Schon. Schon, aber jetzt halt nicht so wie Bayern, Dortmund oder keine Ahnung was. 4 Jahre NLZ. Okay, sorry. Bin ich gerade ein bisschen lost gewesen. Kein Bock mehr auf Fußball gehabt, lieber Rapper geworden. Nee, also Bock geworden. Hatte schon, aber mein letztes Jahr war ich ein Jahr komplett verletzt. Schon ja. Operiert und so. Dann natürlich hat auch die Lust so gefehlt, hat Musik Nein, angefangen, Handyvideos, dies und das. Dachte ich mir, okay, ich höre mit Fußball auf, ich fange mit Musik an, komplett so, 100%. Okay. Ja, Bro. Hey, so. Ja, Bruder, jetzt. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage länger. Ja.
Fußballfan, sag mal, welcher Lieblingsclub? Das interessiert mich mal. Ich bin Fenerbahçe-Fan. Oh ja. Da freut sich der Neben mir hier nicht. Und in Deutschland bin ich ein riesen BVB-Fan. Freue mich extrem auf die Spielervorstellung jetzt. Bruder, es kann heute sein, ich glaube, heute ist finito. Ich sage, heute wird es schwer, weil es können sogar NLZ-Spieler sein. Oh, ich bin echt gespannt, ja. Mein Name ist Emre, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin rechter und linker Außenverteidiger und ich spiele für die U21-Nationalmannschaft von Luxemburg. Ach, Luxemburg ist das, Digga, ja. Wie viele von euch wussten gerade nicht, seid ehrlich. Ich bin rechter und linker Außenverteidiger und ich spiele für die U21-Nationalmannschaft von Luxemburg. Warten wir noch. Mein Name ist David. Nein, Ben, chill. Tutosei Bonsu, ich spiele für die U20 von Ghana, bin 17 Jahre alt und spiele auf der linken Bahn, rechte Bahn. Okay. Sah normal aus. Mein Name ist Görkem, ich bin 19 Jahre alt und ich spiele im zentralen Mittelfeld, eigentlich überall. Und ich spiele für die Türkei in der U21. Türkei U21 ist auch immer stark. Kann man halt nicht viel sagen, wenn jemand so Tricks in der Luft macht, ist immer so, da ist der Eindruck, der erste Eindruck, also sah, ist er clean aus, sah sehr sauber aus. Kann man jetzt nicht sagen, irgendwie, kann kein Nein niemals kommen. Mein Name ist Martin, ich bin 22, Innenverteidiger als Position und... Das kann jetzt ein Nein niemals werden. Slowakische Nationalspieler. Herren! Ich bin 22, Innenverteidiger als Position und slowakische Nationalspieler. Nein. Obwohl, Digga, nein, wir warten ab, aber Digga, Erste? Wir warten. Ich nehme noch mein Nein noch mal ein bisschen zurück. Mein Name ist Donat, ich bin 17 Jahre alt, ich spiele im Zentrum, 6er, 8er, 10er. Allah, wie schlau die sind. Guck mal, was für Nationalmannschaften die gewählt haben. Mein Name ist Irfan, ich bin 20 Jahre alt, spiele auf der 10 und auf der 8 und spiele für die bosnische Nationalmannschaft U21. Nein, niemals. Niemals, Bruder, das war für mich, sorry, tut mir leid. Das war er, da ist er, nein, niemals. Sorry. Nein. Sag es selber. Mein Name ist Irfan, ich bin 20 Jahre alt, spiele auf der 10 und auf der 8 und spiele für die bosnische Nationalmannschaft U21. Niemals, sorry. Nein. Ich mach das auch nicht absichtlich. Ihr wisst, ich mach das nicht absichtlich. Ihr wisst das, ich mache es nicht absichtlich, aber man sieht es. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Viel zu steif, stocksteif. Ihr habt schon den gleichen Gedanken wie ich. Ich hab eigentlich ein Nein niemals Emote, aber ich hab ihn noch nicht eingebaut. Nächste Woche. Irfan, nichts gegen dich persönlich, aber das ist mir zu steif. Das ist diese Bewegung für 10er, U21. Bosnien ist auch eine gute Nationalmannschaft, weiß ich nicht. Schwierig, Bruder. Mein Name ist Erjon, ich bin 16 Jahre alt. Deutschland ist immer riskant. Ich spiele als Außenspieler und in der U17 von Deutschland. Freunde, ich glaube, der ein oder andere sitzt von euch gerade vorm Rechner und gekommen bin. Video. Redet, die sehen wirklich. Haben wir die Spieler alle, ja, haben wir alle. Ist ja Deutschland U17, aber dafür war seine Vorstellung nicht schlecht gewesen. Aufgeschrieben. Erster optischer Eindruck machen wir. Wer gefällt euch optisch rein richtig gut? Na, wer sieht nach Fußball aus? Wir haben gerade darüber geredet, die sehen wirklich alle optisch sehr stabil aus. Mashallah, kranke Waden und so auf jeden Fall.
Wenn du mich jetzt fragst, wer mir am meisten gefällt, so optisch, Bruder, wie gesagt, alle, aber der Broski da hinten sieht auf jeden Fall stark aus. Der Irfan? Ich kann mir. Irfan heißt, ist das. Heißt, schwer, Bruder. Hast du Irfan, Bruder? Da bin ich direkt, da bin ich direkt raus. Ja. Heißt der Irfan? Der Görkem? Görkem sieht auch stabil stark aus. Türkei so, ist schon schwer, aber er sieht wirklich so wie ein Fußballer aus, finde ich. Alle sehen stabil aus. Görkem, U21 Türkei, da hat mich schon jemanden dabei. Enno, Bruder, dein optischer Eindruck? Bruder, ich bin mir schon 1 Million% sicher, Görkem ist auf jeden Fall der Nationalspieler. U21 Türkei? Ja. Bruder, wenn der Call schon richtig ist, er lächelt auch schon, er freut sich richtig. Ja, die Jungs haben natürlich auch gerade mal hoch ins Regal gegriffen, also DFB, U17, Türkei, U21. Digga, Deutschland, U17, ihr wisst, da sind Bretter. Deutschland, U17 ist das Nonplusultra, Digga. Das ist mit die beste, mit Brasilien, mit Portugal, mit Holland, mit Frankreich. Das sind diese top Nationalmannschaften. Bruder, da musst du, manche mit 17 sind schon bei den Profis, die spielen schon bei den Profis. 20, das ist schon enorme Qualität. U17 Weltmeister, na, schwer. Ja, mir gefällt Emre sehr, sehr gut, hat eine sehr athletische Figur. Luxemburg, U21 oder U20. Ne, U21 halte ich auch für sehr realistisch. Ja, so bin mal gespannt, wenn es an den Ball geht, was die Jungs abliefern, weil das am Ende was zu bewerten gibt. 100%. Ich würde auf jeden Fall, mein Call wäre auch, weil Martin hat sehr extrem hochgegriffen, ne? Martin auch sehr, sehr schwer. Also ich würde Deutschland ausschließen, ich würde ihn ausschließen. Das sind schon mal safe zwei weg. Safe. Er sieht schon absolut nach Herrenfußballer aus, aber Slowakei, ja, Herren-Nationalspieler müssen... Oder Herren-Nationalspieler. Wer spielt Slowakei? Der hat doch Hamšík und so gespielt, oder? Oder bei Slowenien, ich verwechsel es immer. Hat nicht Marek Hamšík bei Slowakei gespielt auf der 6? Oder verwechsel ich das gerade mit Slowenien? Hamšík war doch Slowake, oder? Skriniar. Bruder, hör mal auf. Hör mal auf. Na, hör mal auf. Du musst dann quasi gegen Deutschland und Slowakei weg. Deutschland Nazio-ready sein, ne? Ja, ja. Das ist schon krass. Aber ich freue mich drauf. Deshalb nicht lang fackeln, heute direkt erste Challenge, Powershot. Powershot. Dann kannst du gerne starten. Wir laufen dann mit Tempo, also alles mit Tempo jetzt, ne? Was war er nochmal? Der ist drauf. Er ist mit dem Stockfuß angefangen. Dann kannst du gerne starten. Wir laufen dann mit Tempo, also alles mit Tempo jetzt, ne? Der ist raus. Er ist mit dem Stockfuß angefangen. Bruder, niemals. Also. Ach, Digga. Ihr denkt immer, ich verarsche oder sowas und ich mach's extra. Aber niemals. Bruder, welcher Profi würde so mit Tippelschritte um dieses Ding so rumsprinten? Weiß ich nicht. Aber der Junge hat auf jeden Fall Speed. Echt? Enno hat gesagt, ist raus schon? Dann kannst du gerne starten. Wir laufen dann mit Tempo. Also alles mit Tempo jetzt, ne? Auch diese, wie er anläuft, das ist einfach, das ist nicht sauber. Der ist raus. Er ist mit dem Stockfuß angefangen. Der Junge hat auf jeden Fall Speed. Einfach Enno sagt direkt, der ist raus. Hart. Der ist safe raus, Bruder. Digga, Enno ist ja noch schlimmer als ich. Enno noch schlimmer als ich. Stark. Tempo hat er auf jeden Fall gut. Bruder. Na, niemals, Bruder. Ich feiere die Jury jetzt schon. Also wenn wir hier aus Spaß spielen, 5 gegen 5 Baller, ich würde dir nicht wählen in meine Mannschaft. Guck doch mal, Bruder. Hart, Digga. Digga, Ennos Sprüche sehr hart. Ich höre richtig meinen Kopf. Baller, der hat nichts mit Fußball zu tun, Bruder. Bro, er sagt, er hat nichts mit Fußball zu tun. Hart. Also, Digga, er übernimmt meine Aufgabe. Ich brauche nicht noch was sagen. Sein Linker ist auf jeden Fall schwach. Das ist ein schwacher Fuß. Bruder, der hat gar nicht getroffen. Ja. Ganz ich getroffen. Bin aber wirklich echt sehr enttäuscht jetzt von ihm. Ich auch, Bruder. Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, der Emre hat mit Fußball nichts zu tun. Der verarscht uns gleich. Der sagt einfach, ja, ich spiele PlayStation zu Hause. Ich mein Street-Streamer. Dave. Ghana U20, wenn du ready bist. Digga, die haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ghana U20. Gerne. Guck mal. Weißt du? Ja.
ganz anders. Es ist krass. Ist bestimmt auch sein linker Fuß. Ganz anders sieht's aus, ja? Das ist so krass, wie man das sehen kann. Krass. Ganz andere Haltung, ganz andere Bewegung. Egal ob starker Fuß oder nicht starker Fuß. Zu Hause, ich merke, ich twitch prima. Schön mit. Dave, mit Ghana U20, wenn du ready bist. Mit bisschen Wumms dahinter. Gerne. Guck mal. Weißt du, ja, was ich meine, Bruder, der ist schon auf jeden Fall regionaliger Minimum. Weißt du, nein. Auch mit rechts in Ordnung. Allein wie der schon hinläuft, Bruder, das sieht doch schon mal. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, ob er jetzt Rechtsfuß ist oder Linksfuß. Beide sind irgendwie stark. Ja, nee, ja, aber der ist Linksfuß, Linksfuß, Linksfuß. Der ist Linksfuß. Linksfuß, sobald. Links. Links. Oh ja. Passiert, ist okay. Ein bisschen weit drüber, aber kann mal vorkommen. Okay, aber der sieht sauber aus trotzdem. Aber rechts muss er üben. Weiß ich nicht, ob Ghana U20 auch schwierig. Aber sah trotzdem, linker Anlauf sah trotzdem solide aus. Also sah auf jeden Fall wie ein Fußballer aus. Ist okay. Treffen Jungs, ja? Treffen Jungs. Ja, ist okay. Görkem, der nächste. Okay. Aber auf jeden Fall erstmal weiter. Gerne, Görkem. Digga, von ihnen erwarte ich jetzt was. Türkei. U21 war das? Auf dich sind wir gespannt. Aber schon direkt Druck hinter. Da ist schon direkt was hinter. Guck mal, jetzt linke sitzt auch. Ja, Bruder, der hat Power. Der ist Rechtsfuß, glaube ich. Der ist, der Bruder, er ist 100% Rechtsfuß. Das ist Rechtsfuß, der hat aber Power, guck jetzt. Aber eine gute Schusstechnik, der ne? Der hat eine richtig gute Schusstechnik, Bruder. Schauen wir jetzt vor auf Großtorwart. Ja, sauber. Sanki, der Torwart ist auch. Der hält einfach alles, der Torwart. Mach kein Tor. Der Torwart ist krass, Mann. Für mich das hält der Torwart. Bruder, aber leg die doch mal in die Ecken. Die schrummen alle rauf. Die wollen alle die Traumtore machen. Versuch dem Ball doch mal. Den kannst du einfach von da mit rechts versuchen, flach in die Ecken. Aber ja, sind kleine Tore, ist auch schwer, ich bin ehrlich. Oh. Geil mit links. Der letzte war sehr geil. Oh, Digga, super Schuss. Schön. Ah, der war stark. War der drin? Das war der erste. Ja. Erstes Hörchen hier heute. Der links war super. Danke, Görkem. Martin. Innenverteidiger. Boah. Sehr clean. Oh, Junge. Was war das? Bruder, Slowakei-Nationalmannschaft. Das kann es doch gar nicht sein. Schon ein Statement, der erste. Ja, links ist schwer. So, der erste Schuss war schon gut, aber man sieht irgendwie ein bisschen, dass er. Ah, das war eklig. Leg den ruhig dahin, genau. Nein, nein, das langt nicht für. Das langt nicht für. Slowakei, erste Mannschaft, Bruder, schwer. Den letzten? Der letzte? Innenverteidiger macht schon Sinn bei mir. Macht schon Sinn, ja. Ja, der ist nicht schlecht. Also sieht nicht verkehrt aus, aber Slowakei, erste, schwer. Bruder, nicht schlecht, ist okay, ja. Nicht schlecht, ja. Okay, Donat, gerne. Wenn du ready bist. Was war das nochmal? FFK? Was war das nochmal? FFK? Vergessen. Kosovo. Haram, Bruder, wie kann ich nicht. Ayib. Ayib von mir. Tut mir leid, meine albanischen Kosovaren. U17 Kosovo. U17 Kosovo? Favorit. Sofort Favorit. Boah, Junge. Auch so wie er rumläuft, diese Aura. Ja, nee, ich kann was. Egal, ob ich 17 bin oder nicht. Und jetzt sagen, werden die wieder alle schreiben, ja, Bilal, du wusstest es, du hast es sofort gewusst und bla bla bla. Sick, der Land. Das war ein krasses Schuss, Mann. Ja. Voll in Ordnung mit rechts. Linksfuß, er ist Linksfuß. Mein Fall, Bruder, ich bin auch Linksfuß. Das meine ich. Flach, präzise, mit ein bisschen Wumms dahinter, links unten und rechts unten in die Ecken. Ey, der hat einen starken Link. Sehr, sehr, sehr realistisch. Linken, Bro. Der hat einen starken Linken. Bruder, rechts, er versucht den Ball zu legen, finde ich auch in Ordnung. Aber der ist gut, Junge. Der ist echt gut.
Dein linker ist wirklich gut. Kosovo. Kosovo U17 Nationalmannschaft. 10er, 6er? Das ist jetzt für mich absoluter Favorit. Also ganz klar. Das Mittelfeld, ne? Habe ich auch geschrieben. Der ist also wert mich irgendwie. Okay, Irfan. Gerne. Boah, auch nicht mal so schlecht, ich schwöre. Schön. Guck mal. Bruder, warum hoch in die. Warum? Was er, wenn er, bevor er schießt, macht er. Warum versucht er den nicht zu legen? Warum? So eine ganz komische, ja, und, seitliche Bewegung. Also ist irgendwie. Dankeschön. 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 Du locker drauf. Den macht er gut. Aber guck mal, rechter Schuss jetzt. Sein rechter ist böse auf Bonne Chance. Aber sein linker ist stark. Gut, Keeper. Also ich sag dir dafür, dass er ein Zehner ist. Dafür, dass er ein Zehner ist, finde ich. Der hat die meisten Tore gemacht. Ja, okay, der hat die Tore gemacht, aber schon seine Technik für einen Zehner ist. Fand ich auch. Ich fand den. Aber Bruder, ich habe bei ihm gesagt, nein, niemals, ne? Das war er. Dafür fand ich seine Linksschüsse in Ordnung. Auch trotz Tore fand ich. Seine Technik, und hier steht Zehner, Bro. Und Zehner, ja, muss man schon ein Techniker sein. Digga, yeah. U17. Deutsche Nationalmannschaft. Deutsche Nationalmannschaft. Der muss. Ja, nee, was soll ich sagen? Er muss. Oh, der ist. Da war schön, kommt der rein. Der hat einfach Werbung kaputt geschossen. Der ist krass, der Junge. Ist gut, aber Power. Nein. Da weißt du mit Namen? Ja. Da waren ein, zwei Spieler, die. Bruder, das ist. Nein. Da brauche ich nicht chillen. Da brauche ich nicht chillen. Ich sehe das. Ich sehe das. Und ich weiß, viele da draußen sehen das genauso wie ich. Ich bin mir sehr sicher, dass viele jetzt auch genau den gleichen Kopf haben und sagen, nein, du hast recht, Spieler. Bruder, wir reden hier von Deutschland U17. Die sind doch Weltmeister geworden, oder nicht? Bruder, der muss hier langlaufen mit einer, auch mit einer Ausstrahlung. Bruder, ist weit für sich auch stark, ne? Bruder, der hat auf jeden Fall Power, aber wie wir eben gerade. Jawohl, genau so Bälle wegkloppen. Einer hinlegen. Wie wir eben gerade gesagt haben, weißt du, wie man schon hinläuft, wie man hinrennt, so ein Fußballer hat diese Aura und so. Mach in Ruhe, bei genau, den machst du in Ruhe. Das. Haben die gerade gesagt, bei ihm merkt man sowas? Haben die das gerade gesagt? Einer hinlegen? Wie wir eben gerade gesagt haben, weißt du, wie man schon hinläuft, wie man hinrennt, so ein Fußballer hat diese Aura und so. Mach in Ruhe, bei genau, den machst du in Ruhe. Das. Okay, Mero sagt, bei ihm merkt man sowas. Bei dem Call gehe ich jetzt nicht mit, weil ich finde es genau umgekehrt. Ich finde, bei ihm sieht man es nicht. Ich finde da zum Beispiel der, achso, im negativen Sinn meint, okay, sorry. Ja, ich hätte auch lieber eher so gesagt, aber bei dem zum Beispiel bei Kosovo, U17, merkst du das. Bei Türkei, U21, da merkst du auch, da ist dieses, ihr wisst schon, was ich sagen will. War okay, Bruder. Okay, Dankeschön, Jungs. Freunde, haben die erste Challenge gesehen, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, zwei rauswählen. Kev, willst du anfangen? Ja, kann ich machen, gerne. Ist heute eine sehr schwierige Entscheidung. Ja, also. Ich glaube, mein erster Pick ist eher überraschend für euch, aber weil schon sehr, sehr hoch ins Regal gegriffen. Also Slowakei, A-Nationalmannschaft ist brutal. Also das war schon ordentlich vom Schießen. Ich würde ihn vielleicht nicht jetzt in der ersten Runde rausmachen, aber ich gehe da mit seiner Aussage auf jeden Fall mit. Ja, aber wir reden hier von. Oder ich bin mir eigentlich jetzt schon so sicher, dass es Kosovo ist, ne? Crazy, wie schnell man es erkennen kann. Es ist wirklich, also ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es Kosovo ist. Ich würde fast sagen 70-80%. So sicher bin ich mir schon. A-Nationalmannschaft, ja, das ist schon eine andere Hausnummer. Das spielst du gegen, wenn du Deutschland spielst, Kimmich, Goretzka, Portugal, ja, Cristiano Ronaldo. Das sind schon richtige Bretter. Du spielst EM-Quali, WM-Quali. Deswegen ist mein erster Call
Martin. Und mein zweiter Call wäre Irfan, weil mir das dann fußballerisch als Achter, Zehner nicht ganz so... Ja, Türke und Kosovo, aber von Türke musst du noch ein bisschen was sehen. Mein Call ist, wie gesagt, also mein Call wäre erste Runde, kannst du könnt ihr rauswählen, wenn ihr wollt. Flüssig gewesen ist, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Bruder, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich genau dazu sagen kann. Ist auf jeden Fall geiler Typ. Das ist mir bei den Schüssen sehr negativ aufgefallen. Das hat mir nicht so gefallen. Auch die Art und Weise, wie er zum Ball gelaufen ist und so. Bei Profis, man spürt so eine gewisse Aura. Und das hat mir bei ihm sehr gefehlt. Und als zweites würde ich mit Irfan mitgehen, weil als für einen Achter und für einen Zehner die Technik... Danke, Jerry. Danke, Dries. Hat für mich auch nicht so sehr gepasst. Ich stimme dem Enno auch zu. Ich hätte von Irfan mehr erwartet, weil hier steht Zehner. Und als Zehner, wie gesagt, merkt man schon so die Technik. Und die habe ich bei dir nicht gemerkt, Bro. Und Emre, seine Schüsse haben mir eigentlich auch nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Geh ich mit. Bist zwar Außenverteidiger, aber trotzdem, die Schüsse fand ich gar nicht stark. Deswegen würde ich Emre und Irfan sagen. Oh ja, jetzt liegt es an mir. Ich würde Emre gerne noch einmal weitersehen wollen, weil ich glaube, du bist genauso erschrocken wie wir auch, wie du gerade geschossen hast. Also, du bist Außenverteidiger. Ich habe selber Außenverteidiger gespielt. Aber Junge, Jason Steffen ist der dumm, ja. Trotzdem habe ich ein bisschen Ablauf. Das war jetzt auch stressig für dich, ne? Verstehe ich alles. Ich würde Irfan auf jeden Fall für mich auch rauswählen, weil Zehner, Bosnien U21, da erwarte ich ein bisschen mehr. Es war okay, aber es war nicht außergewöhnlich gut, ne, als Zehner. Und ich würde dann meinen Bruder Martin wählen, weil ich da mit Kevin gehe. Ich finde da das ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich mache das auch nur aus einem Grund, um euch beide jetzt im Stechen zu sehen. Deshalb könnt ihr beide ins 1 gegen 1 mal gehen, ja? Emre, jetzt oder nie, mein Freund? Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Beide sind Verteidiger, mal gucken. Ah, beide Verteidiger. Beide Verteidiger. Außenverteidiger, Innenverteidiger, oder? Ja. Boah, das macht er schön. Boah, das hat er schön. Das hat er wirklich schön gemacht. Das hat sich gut durchgesetzt, ja? Aber muss auch sein, bei seiner Größe, bei dem Körper muss man auf jeden Fall seinen Körper gut einsetzen. Ja, klar. Das hat auf jeden Fall. Wie hat Emre verteidigt, Kev? Was sagst du? Er hat es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, er oder? Er hat es gar nicht schlecht gemacht, ja, aber dann hat er die falsche Seite angeboten. Ja. Ja, macht er auch gut, Martin, muss man sagen. Da bin ich mal jetzt gespannt. Oh, schwacher Ball, ey. Schwacher Ball wird angenommen. Eigentlich gut gemacht. Ich brauche nichts sagen, beide raus. Aktion jeder, ja? Tausch noch einmal schnell durch. Beschleunigt mit Tempo. Eine Finte reicht aus bei sowas. Eins gegen eins, eine Finte und Schuss. Der Ball ist gut. Hat wieder gut angenommen. Gut angenommen. Mit der Ball. Komm. Frisst ihn auf. Ah. Gut. 1-1. Beide nicht. Muss auch sagen, ne? Er weiß ganz genau, dass er nach rechts will. Ja. Und bietet ihm das nicht an. Bro, sein. Boah, schöner Ball. Schön angenommen. Digga, er hat einfach genau das exakt das gleiche gemacht wie im ersten Durchgang, glaube ich. Ja, okay. So bodenlos verteidigt. Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal das Stechen gesehen. Danke, Emre, und danke, Martin. Ich sag nicht mal Oberliga, Digga, niemals. Ich finde, Emre, du hast es echt nicht schlecht verteidigt. Aber Martin hat es zum Teil richtig gut sogar verteidigt und auch stark angegriffen. Bei dir war es sehr ausrechenbar, wo du hin wolltest. Und wenn man das Stechen jetzt nur gesehen hat, bist trotzdem ein guter Fußballer, würde ich mit Martin gehen. Eine Runde weiter und Emre und Irfan dann raus. Ich würde auch mit Martin gehen. Ich finde, er hat seinen Körper, seine Statur hat er sehr gut ausgenutzt, hat sehr gut verteidigt. Und 1 gegen 1 offensiv warst du auch sehr gut, Bruder. Eine Finte und direkt reingeballert. Deswegen würde ich mit Martin weitergehen. Ich bin auch wegen Slowakei, Nationalmannschaft. Sag doch einfach gar nichts. Lass es doch einfach stehen erstmal. Lass es doch einfach erstmal stehen. Gar nichts dazu sagen. Ich habe noch kein Spiel. Also ich wurde nur hochgezogen und während der... Wie hochgezogen? EM-Quali habe ich kein Spiel bekommen, aber die haben mir gesagt, dass ich im März die Testspiele dann Einsatzzeit bekomme. Gegen welche Mannschaft macht ihr eure Testspiele denn? Nochmal? Gegen welche Länder macht ihr eure Testspiele im März? Österreich ist das erste, am 23.03. Ja. Und die anderen sind, glaube ich, erst im April.
Aber da habe ich jetzt noch nicht auf den Plan geschaut. Oktober kam ich rein, also haben sie mich berufen zur Nationalmannschaft. Dann hatten wir das erste Spiel gegen Portugal. Ja. Dann haben wir auch 3-2 verloren. Warst du im Kader? Hör auf damit. Einfach manchmal ruhig sein ist besser. Ich war dabei, ja. Das war in Porto. Kein Einsatz aber, ne? Ich habe keinen Einsatz bekommen in den 4 EM-Quali-Spielen, wo waren letztes Jahr. Haben die dir gesagt, wieso du keinen Einsatz bekommen nochmal? Hast? Haben die dir gesagt... Es ist so schlau, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Die sagen immer nochmal oder wie bitte, um sich ganz kurz eine Zeit zu verschaffen, um kurz nachzudenken. Wieso du keinen Einsatz bekommen hast? An was hat es gescheitert? Weil ich aktuell in der Regionalliga spiele, zwar erster Platz bei Stuttgarter Kickers, aber wir wahrscheinlich aufsteigen werden. Und wenn meine Leistung passt, werde ich schon meine Einsatzzeit bekommen. Stuttgarter Kickers ist Regionalliga, ne? Erster, glaube ich. Südwest, ja. Ja. Aber dann war Ronaldo dabei, als ihr gegen Portugal gespielt habt? Ja, er hat 2 Tore geschossen. Einen Elfmeter und einen reingeschoben. Hast du noch ein Foto machen können mit CR7? Ich wollte, aber direkt danach in die Kabine. Wir waren nicht zufrieden mit unserer Leistung. Der hat 2 Tore gemacht und war nicht zufrieden mit seiner Leistung? Wir. Ach so. Deswegen haben wir kein Foto machen dürfen. Ach so, okay, alles klar. Enno, deine Entscheidung. Also ich würde eigentlich bei euch beiden mitgehen. Ich bin auch derselben Meinung. Obwohl der Emre mir jetzt in Bewegung auch mehr gefallen hat, als nur auf das Tor zu schießen. Aber da fand ich auf jeden Fall Martin qualitativ auf jeden Fall weiter, sehr weiter. Mann, Bruder, die sind für mich, also von den beiden vielleicht Martin, aber beide für mich ganz klar raus. Da vorne. Deswegen würde ich auch mit Martin gehen. Ja, meine Entscheidung ist ja jetzt irrelevant, aber ja, wenn wir das Stechen bewerten, dann muss eigentlich Martin gewinnen, weil er die beiden Aktionen auch besser gewesen ist. Ich habe da zwar ein ungutes Gefühl bei dieser Entscheidung, aber es ist ja auch egal, was ich jetzt sage, weil Martin ist am Ende weiter, er hat es gut gemacht. Und egal. Stark. N2000 VDSTR, Dankeschön für den Prime Sub. Was jetzt ist, war, glaube ich, nicht dein Tag heute. Mann, mach das Finale, Türkei gegen Kosovo, yalla. Brauchen nicht weiter gucken. Deutschland maximal direkt auch raus, im hohen Bogen. Und ja. Ich habe bei Emre auch extrem Angst gerade, ehrlich jetzt. Ja klar, ich habe bei dir ungutes Gefühl. Ich auch, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er auf Langfeld, auf Großfeld ein schneller Spieler ist, so als Außenverteidiger. Also, ihr müsst auch ein bisschen wissen, so, ich glaube, meine Stärken sind jetzt nicht so im 1 gegen 1. Ich bin eher ein einfacher Spieler, ich bin ein Kämpfer, Außenverteidiger, ich mache die Meter, ich schlage die Bälle rein. Ich bin für meinen offensiven Flügelspieler da und ich bin eher ein einfacher Spieler. Ich bin jetzt nicht der 4-5 Spieler austribbelt. Ich nehme den Ball, ich gehe Doppelpässe. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber klar, heute war es nicht gut. Sag ich ehrlich, Schüsse waren auch nicht gut. Kann es eigentlich besser. Deswegen glaube ich auch, dass ich zu Recht ausgeschieden bin. Korrekt, Bro. Egal, okay? Und ja, aber ihr müsst halt wissen. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass du... Bruder. Erstmal sagt er korrekt, dass ich raus bin. Und dann, ihr müsst aber halt wissen. Schwer. Damit gibst du der Jury komplettes Gefühl. Ja, ja. Du nicht talentiert bist. Ich glaube, jeder hier ist auf jeden Fall talentiert so. Also ich habe Anfang November habe ich 70 Minuten gegen die Ukraine gespielt. Und 45 Minuten bin ich die zweite Halbzeit reingekommen gegen Serbien. Das kann ich sagen. Und mein Länderspieldebüt für die U21 habe ich vor 2 Jahren gemacht. Gegen Irland. Boah, da musst du schon verdammt gut gewesen sein, dass du so jung, ne? Ich habe auch U17 und U19 in der Nationalmannschaft gespielt. Und Vereinsfußball, wo zockst du da? Vereinsfußball spiele ich beim 1. FC Kaiserslautern in der U21. Dankeschön, Jungs. Nein, Jungs. So Cap, Digga. So Cap. Yannick, moin. So ein Cap, ist das crazy. Macht euch keinen Kopf, wir liegen richtig, glaube ich. Er hat gesagt, Görkheim ist es. Wir vertrauen Eno. Ich fand meine Leistung eigentlich ganz gut, aber die Jury hat so entschieden und alles okay. Klipp und klar, kurz, feier ich. So muss das sein. Keine Musikbox, keine lange Fahrt, nein. Ich fand meine Leistung okay, Jury hat entschieden, fertig. Finde ich gut. Also mit meiner heutigen Leistung bin ich nicht so zufrieden. Ich weiß, dass ich es besser kann. Die Jury hat so entschieden. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber das hält mich jetzt nicht auf meinem Weg weiterzumachen, Profi zu werden. Okay, respektieren wir. Bevor wir zur nächsten Challenge kommen, wollte uns Meadow noch ein bisschen zeigen, was er am Ball drauf hat. Gucken wir uns mal an.
Niemals. Nein, Spaß. Das kommt sowieso genau so auf TikTok. Ich musste ganz schnell das Hahaha hinterhängen, weil sonst bumsen die mich wieder bei TikTok. Ich schwöre dir, Alter. Und dann schicken die es auch noch ihn. Habibi Mero, war nur Spaß, mein Bruder. Der zweite war aber nicht schlecht. Ich schwöre, der zweite war stabil. Ja, warte. Hä? Jetzt müssen wir die nächste. Der zweite war stabil. Nächste Challenge gehen, da gehen wir in die Five-Shot-Challenge. Dave, Feuer frei. 5 Aktionen hintereinander weg. Macht er gut. Er macht 5 Bälle hintereinander. Weißt du, eins mit Dribbling? Boah, das macht er schön. Ja, der ist. Oh! Eine Ballrolle und dann reinlegen, aber sieht voll in Ordnung aus. Pass auf. Ich finde auch, den Ball danach abzuholen, ich brauche mehr Dynamik. So. Können wir das den Spielern sagen, dass sie mehr Tempo machen sollen? Dave, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Power wollen wir jetzt haben. Der ist kein Rechtsfuß, ne? Ja, der ist Linksfuß. Der ist Linksfuß. Kevin, da bin ich ein bisschen enttäuscht von dir. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil das sieht man sofort. Und sein Linker war stark. Ich habe seinen Linken krass in Erinnerung. Schön. Der ist gut, der kleine Bruder. Der ist gut, der Kicker. Ja. Jetzt bin ich auf Touch gespannt. Ballannahme. Wie heißt er nochmal? Dave, ne? Abschluss gut, Annahme war okay. Also schön in die Ecke, bisschen komisch geschossen, aber schön in die Ecke. Danke, Dave. Ja. Görkem, 19 Jahre alt. Gerne, Türkei U21. Hast uns gerade gut gefallen. Tschüss. Zeig mal Dynamik jetzt. Jetzt mal ein Power was. Oh, schön, Bruder. Oh, ja, der ist stark, Bruder. Den macht der Görkem, den mag ich. Der ist stark, Bruder. Boah, wenn er Pech hat, also super gemacht. Wenn er Pech hat, Torwart hält ihn. Jetzt mal ein Power was. Oh, schön, Bruder. Aber trotzdem sehr clean Bewegung. Sehr clean Bewegung. Sieht sehr so sehr sauber aus. Oh, ja. Der ist stark, Bruder. Assalamu alaikum salam. Den macht der Görkem, den mag ich. Aber dieser Übersteiger und dieser direkte Schuss ist ein bisschen so. Er hat gar nicht hochgeguckt. Er hat einfach dann geschossen. Aber trotzdem, natürlich sieht es von allen fast am besten aus. Bruder, er sieht maximal aus dem Fußball. Weißt du, woran ich merke, dass er der Profi ist, Bruder? Weil der spielt die ganze Zeit mit seinem Schwanz, während er da hier steht. Kennst du diesen Fußballer-Tick? Boah, hat auch guten Linken, ja. Aber er ist es nicht. Guter Kicker, auch mit links echt gut. Auch die Power dahinter, aber ist er nicht. Diese Hand ist Kicker, so. Enno, ja. Aber oben, wo er recht hat, hat er recht, ich bin ehrlich. War da, Bruder. Er muss gleich noch kurz zuspielen. Annahme? Nimm nochmal mit. Bruder. Boah. Abschluss geisteskrank. Aber Annahme fand ich gar nicht gut, weil Mero jetzt sagt gerade, hast du die Annahme gesehen? Diese Hand ist immer da, Bruder. Er muss gleich noch kurz zuspielen. Kein guter Kontakt. Kein guter Kontakt. Nimm nochmal mit. Oder aber der Schuss. Alter. Oder sehr stark. Görkem. Danke, Görkem, ja? Görkem, sehr stark. Okay, gerne, Martin, hau rein. Der hätte fast einen Fußballer. War drin, ne? Ja. Schöne Power, ja. Das ist eine schöne Power. Schön. Stark. Für den IV trotzdem. Sehr gut. Also dem kaufe ich auf jeden Fall ab, dass er bei Stuttgart der Kicker. Das meine ich an den Folgen zuvor, diese IV-Ausrede. Er ist IV und bewegt sich trotzdem. Achso. Ist okay. Oder als IV diese Größe, diese Statur und dass er noch schnell ist. Er ist auf jeden Fall nicht langsam, genau, logisch. Das ist sehr wichtig. Okay, jetzt hat er dreimal den Boden voll mitgenommen, aber... Schön. Ja, aber nein. Mann, ein Verteidiger würde ihn annehmen, entspannt nach vorne prallen lassen. Nicht dieses Annehmen und der Ball ist so vor ihm, dass er so direkt schießen muss. Wisst ihr, was ich meine? Nein, annehmen, ganz entspannt, kurz nach vorne legen und dann mit Ruhe schießen.
Wir reden hier von der ersten Slowakei. Die erste. Sehr, sehr schön. Stark. Schöner Ablauf. Stark. Danke, Martin, ja? Auf jeden Fall. Okay, Donat. So, jetzt kommt mein Favorit. Gerne. Hat auch so ein Profi-Aura, ne? So mit der Hose ein bisschen. 17 Jahre alt. Boah. Glaubt ihr mir, Chat, ich fühle, ich komme, ich sag euch ganz ehrlich, ich komme mir immer verarscht vor von den Leuten, die danach mein YouTube-Video kommentieren und schreiben, wie konntest du es vorher wissen und sowas. Hat dir ja was zugesteckt oder hast du vorher geguckt? Also wer nicht erkennt, dass der Junge Favorit ist von den Spielern da, mit der Mannschaft, Kosovo U17, er ist 16 Jahre alt, wahrscheinlich. Sein Anlauf, seine Präzision, sein Schuss, wer das nicht sieht, seid mir nicht böse, aber dann habt ihr keine Ahnung vom Fußball. Kommt darauf klar oder kommt darauf nicht klar? Das sieht man einfach. Und jeder, der hier gerade im Chat ist, der sieht es genauso wie ich. Ich bin mir brutal sicher. Das sieht man sofort. Die Herangehensweise, wie er läuft, wie er schießt, es ist so. 100%. Das sieht ein Fußballer, der Ahnung hat von Fußball. Der weiß, wie sich Fußballer bewegen. Mit Nagel, der kompletten Knick. Ballbehandlung, Dynamik jetzt. Komm, ein bisschen mehr Dynamik, Bro. Das war ein bisschen okay, aber alles, wer den Ball fühlt und so, man sieht es. Schade, die Idee habe ich verstanden. Ja, siehst du, der Kante. Ja, ja. 1,90 locker groß. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auf Großfeld ein bisschen körperlich schwach ist. Aber der ist auch U17 Kosovo noch, ne? Weißt du, der kann ja noch. U17, der ist ja auch noch jung. Der ist noch jung. Das habe ich auch. Ja, Digga, das ist auch der. Das ist auch ein Riesenpunkt. Digga, der ist 16 Jahre alt. Überleg mal, U21 Türkei und 16 Jahre alt, Kosovo. Kann noch. Digga, U17, ne? Also der ist 16 ungefähr? Der ist 17 Jahre alt. Er hat gesagt, er ist 17 geworden vielleicht auch. Schön. Guck mal, das ist Touch. Bruder, ich brauche nichts mehr sagen. Er ist es. Ich brauche nichts mehr sagen. Er ist es. Ich habe mich 100% festgelegt. Er ist es. Stopp. Ich könnte jetzt alles durchmachen. Er ist es. Aber wir lassen trotzdem laufen. Oder ich bin auch 100% sicher. Ich bin mir so, ich will jetzt nicht sagen, wieder mit 10 Euro im Chat, aber ich bin mir sehr sicher. Danke, Donat. Und Erion, der letzte ist, U17 Deutschland. Erion, gerne. Locker. Darmstadt ist nicht verkehrt. Darmstadt, ja, ist gut. Schön. Das wirkt so ein bisschen hektisch, weißt du? So. Mit Dynamik, ich meine mit Dynamik auch nicht, dass man hektisch wird. Ja, ich brauch gar nicht weiter reden. Also, wer es nicht sieht, hat Tomaten auf den Augen. Kann Dynamik. Tut mir leid, ich will auch nicht zu böse sein oder sowas Schlechtes sagen, aber das sind einfach Facts. Und das ist auch nicht böse gemeint von mir, aber wer dorthin geht zum Format, der muss auch damit rechnen, dass man auch dann halt seine ehrliche Meinung sagt. Ist einfach so. Dynamisch laufen und so schießen, aber das sieht mir zu hektisch aus. Ist es 100%. Okay, links war in Ordnung. Oh, macht Schulterblick. Ja, ja. Er macht Schulterblick, ja. Klar, der Ball Bruder, hier hinter dir ist keiner. Kannst nach vorne gucken. Dann wäre es auch besser gewesen. Nee, Bro. Alter, er macht einfach Schulterblick, ja. Er macht einfach Schulterblick in der Halle, als ob so Meadow ihn gleich von hinten verteidigt oder Enno. Guck mal, ich will versuchen, mich zusammenzureißen, ja. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ja. Oh, macht Schulterblick. Ja, ja. Er macht Schulterblick, ja. Klar, der Ball ab. Bruder, hier hinter dir ist keiner. Kannst nach vorne gucken. Dann wäre das auch besser gewesen. Nee, Bro. Das ist mir zu viel Schaden. Er wollte aufdrehen. Zu verkrampft. Ja.
So erzwungen gerade. Er verkrampft, ne? So, er ist erzwungen. Motiviert, okay, aber so dieser aber Sprint nach hinten. Ne? Wir reden hier von Deutschland U17. Wir reden hier von Deutschland U17. Also, zeigt trotzdem, was er eine Grundausbildung hat. Er wollte aber auch zeigen. Ich weiß, er lächelt auch schon. Messi scannt immer permanent. Messi. Ist es, ja. Shit, er ist es. Er ist es, wisst ihr, wa? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, er ist es. Hä, was denn? Warum lacht ihr jetzt? Verstehe ich nicht. Ich bin der Meinung, weil er sagt ja auch, Messi scannt, er scannt immer. Messi scannt immer. Messi skillt immer. Scannen. Scannt. Ja, aber er sagt Automatismen, hat er vorher gesagt, ist automatisch bei ihm drin. Ja, normal, der arbeitet noch als Buchhalter und scannt immer die Unterlagen. Geisteskrank. Lüge ist es aber nicht. Hast du recht, Benni? Okay, Jungs. Hat Spaß gemacht. Five Floor Challenge macht mir immer besonders viel Spaß. Medo, fang du mal gerne an. Wer hat dir gut gefallen und wen willst du vielleicht rauswählen? Wer mir wieder sehr gut gefallen hat, ist, ich glaube, das wissen wir alle, ist Görkem. Aber wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist Martin und Donat, das habe ich. Martin, krass. Okay. Habe ich mir so markiert. Maroy, danke schön für den Sub, Brudi. Vielen, vielen Dank. Die Schüsse waren sehr gut. Die Dynamik war sehr gut. Soll ich auch sagen, wer mir nicht so gut gefallen hat? Ja, genau, wir müssen auch einen rausnehmen. Martin mit seiner Statur auch beweglich, ne? Sozusagen. Ja, ich finde Martin als Innenverteidiger, was du, wie Diat schon gesagt hat, du bist trotzdem sehr beweglich, Bruder. Als Innenverteidiger beweglich zu sein, ist auf jeden Fall. Ist ein Vorteil so. Ich fand Erion, ich fand, du warst ein bisschen zu hektisch, Bro. So. Bruder, ich würde ihn, wenn ich da sitzen würde, ich schwöre, ich würde ihn sagen, Bruder, bitte, nimm mal deine Sachen, sei mir nicht böse. Wir reden hier von Deutschland U17. Weißt du, bisschen zu, wie bitte? Also ich habe versucht, Dynamik reinzubringen, weil das von den vorherigen meiner Meinung nach gefehlt hat. Er hat das von der Jury gehört. Und wollte es einfach umsetzen, weil die gesagt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Dynamik. Ja, nee, oder? Und ja, also die Platzierung von den Schüssen war nicht gut. Also ich hätte mehr in die Ecken platzieren müssen. Aber ansonsten habe ich halt auf die Dynamik eher geachtet. Und ja. Sag, er hat versucht, Dynamik reinzubringen, ja, weil die anderen das nicht. Ja, Dynamik ist immer gut, aber ich meine mit hektisch meine ich so. Achso, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Bisschen. Overpace. Ja, so. Und ich fand auch, die Annahme am Ende war jetzt auch nicht so cool. Ja, das ist so meine Meinung. Oh, Turkan, aber schwer. Ich glaube, Leverkusen macht nicht mehr. Ich habe auch offen, aber ihr könnt mir auch schreiben, falls Leverkusen macht. Jetzt der Einzige, der mir so negativ aufgefallen ist. Alles gut, Matze. Ist Erion. Das war mir auch alles zu hektisch und ein bisschen so aufgesetzt. Auch diese Schulterblicke links und rechts und so. Da war so mehr Show als Ernsthaftigkeit da. Plus eins. Und deswegen, ich würde auch erstmal so jetzt meine Meinung festhalten, dass ich bei Erion bleibe. Elf? Ja, also, ich wollte. Gerne. Nein, ich bitte nicht. Also, weil er eben gesagt hat, die Schulterblicke ist für Show und so weiter. Also, in meinen Augen ist Schulterblick keine Show, sondern. Ja, Bruder, aber doch nicht, wenn du da vor der Jury, da ist ja keiner hinter dir. Da brauchst du nicht. Digga. Oh. Eher Automatismen, die man entwickelt, wenn man oft im Spiel Schulterblicke macht, entwickelt man diese Automatismen. Und also es war von mir aus gesehen auf jeden Fall keine Show. Ja, aber also es ist so eine Angewohnheit geworden bei dir. Ja. Weil also, ich wollte sagen, hier braucht man ja keinen Schulterblick. Ich mache ja Schulterblick nur, nicht weil es heißt, ich mache einen Schulterblick, weil ich wirklich dann sehen möchte, ob jemand hinter mir ist. Warum macht man das auch? Damit man direkt weiß,
damit du vor dem anderen schon weißt, bevor du den Ball überhaupt, du guckst nicht nur, ob jemand hinter dir ist. Du guckst auch schon, ich gucke schon meistens vorher, weil ich mir schon vorher ein Bild mache, wo ich danach eventuell hinspielen werde. Aber hier weiß man ja, keiner ist hinter dir, also man braucht das ja eigentlich nicht zu machen. So. Weißt du, wenn man 100, du hast 100% recht. Bruder, weißt du, was die Sache ist noch? DFB U17, Bruder, die sind schon Maschine, Bruder. Boah, da sind Namen, da gibt es viele, Max Mörstedt, und die haben Profiverträge bei den, bei Hoffenheim, ja, und Co. Weißt Bruder, du, da gibt es viele Namen. Yalcin Kaya bei HSV. Wer noch? Yalcin Kaya bei HSV. Die haben Herren Profiverträge schon. Ich sag ja, ich glaube schon, dass du beim NLZ ausgebildet worden bist, weil ich dir die Nummer glaube, dass das ein Automatismus ist. Das glaube ich schon, aber Meadow hat... Ich glaube nicht, dass er beim NLZ ausgebildet wurde. Schwer. 100% recht. Hier brauchst du es nicht. Ist die Wahrheit. Hinter dir ist ja nichts. Hinter dir ist die Jury. Da muss man auch professionell genug sein, um das abzuschalten, weißt du? Digga, ich schwöre, gute Calls von den Jungs. Gute Calls. Vielleicht für den Moment, aber okay, er hat es gemacht. Er wollte uns vielleicht auch zeigen, er ist beim NLZ. Ich sag euch ehrlich, gute Calls, wirklich. Das glaube ich dir. Ich persönlich glaube aber nicht, dass du bei Deutschland U17 spielst, weil das sehr hoch... Das war ein richtig guter Call. Er sagt Automatismen, dass ich es automatisch mache, aber da musst du auch von automatisch so professionell sein, dass du weißt, keiner ist hinter dir, du brauchst es nicht machen. Stark, Enno. Hochgegriffen ist. NLZ kann sein, dass du, keine Ahnung, jetzt ich sag Hoffenheim U17, das wäre schon so, Wiesbaden U17, sag mal schnell ein paar U17-Vereine, vielleicht sogar Mainz oder so, ja, U17. Ja, Darmstadt vielleicht. Was spielt der denn jetzt in NLZ? Welche Mannschaft zockst du denn? Wir in Wiesbaden. Und ich muss noch dazu sagen, also ich war jetzt bei der U17 von Deutschland. Ich habe noch kein Spiel gemacht, aber war beim Lehrgang und so. 100 Millionen %ig. Dort habe ich keinen festen Platz. Also ich war zwar beim Vierländer-Turnier dabei, aber eher bin ich jetzt für die albanische U17 als Mannschaft geplant. Das ist mir zu viel Remix, Bro. Albanische Nationalmannschaft, ja, U17. Geplant oder spielst du da? Also ich war bei den letzten zwei Lehrgängen jetzt dabei. Und jetzt finden die weiteren, also die EM-Quali-Spiele waren vorbei, aber die U19-EM-Quali geht weiter. Aber jetzt aktuell bist du noch bei der deutschen Nationalmannschaft. Und darum geht's ja. Also bei den Lehrgängen dabei. Du hast ja, hättest du Deutschland U17, hättest du Albanien U17 gesagt, wäre es eine andere Grundsituation gewesen. Ich habe bei NLZ, ich glaube dir sogar mit Wien Wiesbaden, das glaube ich bist dir. Bist du bei den Lehrgängen dabei oder bist du... Stimmt, du sagst doch nicht, du bist deutscher Nationalspieler, wenn du nur bei den Lehrgängen dabei bist. Digga, Meadow und Enno stark. Bist du in der Mannschaft? Spielst du da oder bei den Lehrgängen machst du mit? Ja, also ich wurde schon übernommen quasi? Ja. Oder? Also es ist so, bei den Nationalmannschaften ist es immer so, dass man sich von Lehrgang zu Lehrgang beweisen muss und dann zu dem Lehrgang immer Spiele stattfinden. Und also beim letzten Lehrgang war ich sehr gut, auch in den Spielen. Deshalb bin ich auch für den nächsten Lehrgang geplant. Ja gut, aber dann ist ja kein U17 National. Bravo, bravo. Bravo, Meadow. Also ich habe gespielt sozusagen. Also bei den... Nein, hast du nicht, du warst... Ach man, egal. Ich will ihn einfach ein bisschen skippen. Offiziellen Spielen. Also bist du bei den offiziellen Spielen? Ja, also bei den Lehrgängen war ich auch. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich in der Nationalmannschaft gespielt habe. Deutsche Nationalmannschaft gespielt habe. Ich war bei den Lehrgängen dabei auch 3-4 Mal. Am Ende hat es dann anscheinend nicht gereicht. Das heißt aber nicht, dass ich bei der Nationalmannschaft gespielt habe. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich habe offiziell 2 gemacht auf jeden Fall. Hast du offizielle Spiele gemacht? Ja. Beim Vierländer-Turnier. Beim Vierländer-Turnier. Dann geht durch. Entscheidung ist aber, glaube ich, jetzt klar. Ne? Ich glaube, Erion. So, du hast uns gesagt, deutsche Nationalmannschaft. Glaube ich jetzt nicht, egal Lehrgänge, Testspiele, Länderspiele, U17, EM, WM, was auch immer. Ich glaube, das gilt es einfach zu bewerten und so. Das ist die Entscheidung. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr viel zu diskutieren. Aber Wiesbaden kaufe ich dir schon ab. Ist auch jetzt nicht mal das kaufe ich ihn ab eigentlich, ja. Ist nicht so. Ne, das glaube ich. Wien Wiesbaden. Wer kann ja auch Wiesbaden, keine Frage. Wien Wiesbaden ist jetzt für mich auch nicht so unbedingt NLZ. Das ist nicht top NLZ. Maximal Gruppenliga. Nochmal? Ja. Du spielst ja komplett vor. Wir sehen später die Auflösung. Nein, der spielt schon NLZ, Bruder. Das NLZ macht. Ich gehe einfach mit Enno mit. Aber wie Meadow gesagt hat, der sagt, der spielt mal ab. Der spielt maximal Gruppenliga. Guck, wir sehen später die Auflösung. Ich schwöre, ich gehe irgendwie mit ihm mit, ne? Wir holen den türkischen Rüster. Ich sage es. Aber wenn er wirklich nicht da spielt, die werden alle Enno sagen, krass und so. NLZ-Spiele, aber kein U17 Deutschland. Furkan, 5 Subs, aber danke, Erion, ja? Ich bin gespannt. Tut mir leid, Habibi.
Ich akzeptiere das Feedback der Jury, jedoch konnte ich nicht all meine Qualitäten auf den Platz bringen. Danke für die Einleitung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Tisch aufgesetzt. So, Freunde, wir gehen jetzt nochmal in die Duelle rein. Freue ich mich extrem drauf. Das ist immer das Schönste. Wir haben jetzt noch mit dabei Dave Görkem, den Martin und den Donat. Ich würde sagen, ja, lass mal Görkem mit Martin zusammenspielen und Dave mit Donat bitte, ja? Viel Spaß dabei. Ich habe schon meine Entscheidung getroffen, also. Dann gerne, mein Freund. Donat. Da siehst du ihn am meisten immer. Oh, schön. Ey, Wallah. Boah, stark, aber. Digga, der spielt für bestimmt Oberliga, eventuell sogar Regionalliga. Der Durchgang war echt stark. Dann gerne, mein Freund. Donat. Da siehst du ihn am meisten immer. Oh, schön. Ey, Wallah. Ey, stark, so krass, Bruder. Ich seh doch Alex, was geht, mein Bruder? Optik, Bruder, das war mein erster Satz, wo ich dich hingesetzt habe. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht. Er hat eine super Bewegung drauf, ne? Er ist krass, Wanda. Boah, ich hab jetzt ein bisschen Sorge, dass die zwei nach diesem Video heute vielleicht Spielerberater werden. Das könnte passieren. Martin, ich will den in der Verteidigung gleich sehen, aber. Digga, er macht immer einen Übersteiger und geht dann nach rechts. Gib den Ball ab, genau, er will lieber. Lass mal Görkem machen. Schön. Wirklich gut. Und der bietet sich auch mal gut an. Oder was? Das Laufweg ist auch gleich. Aber sehr, sehr schön, beide. Sehr schön. Kleine Tor ist eklig. Harmoniert doch alle. Verteidiger einer so ein bisschen. Aber Bewegung ist top. Er ist der Nächste, den ich rauswähle. Walla gut gemacht, aber. Er ist der Nächste, den ich rauswähle, Bruder. Das ist keine Professionalität, Bruder. Bruder, halt dich, Enno. Nochmal zu. Junge. Tschüss. Bruder, so er schickt ihn komplett ins Kino. Warte, bevor ich dazu jetzt... Bitte ein Bein ihn nur noch. Tschüss. Oh. Ich würde ihn gerne mal draußen sehen wollen. Er ist bestimmt so ein Flügelspieler, der so viel 1 gegen 1 geht und so. Wie hätte der Dings jetzt gesagt? Der hat den nach Hause geschickt, ne? Der hat den Baden geschickt. Der hat ihn nach Hause geschickt. Ja, was soll passieren bei einer Prellung? Er kann jetzt nur noch mal mehr wehtun, aber jetzt nicht, dass er sich bricht oder so. Der Türk ist sehr, sehr flinke, schöne Finden, schöne Übersteiger, wirklich stark. Was ich bei Görkem mag, er spielt auch einfach. Er macht oder also der Endverteidiger ist auch bodenlos, ne? Nicht nur Faxen, sondern ja, er macht auch einfach. Er macht das Bälle. Nur, wenn es sein muss. Genau. Er macht das nicht, um Show zu machen. Bruder, der Junge ist so krass. Schön, also ist an sich auch. Ey, Bruder, ich will den so gerne zuschauen, so auf Großfeld, wie er die Bälle geiler verteilt, Fußballer. Was ein Techniker wäre. Hat er gesagt, wo er spielt? Also normale Mann. Fragen wir gleich mal, das interessiert mich auch mal. Ich würde es unbedingt guter wissen. Touch. Gut. Richtig schön. Schön. Ey, er ist auch schneller. Bruder, er ist so ein geiler Zocker. Schön. Das war nicht ja, geplant, eine gute schön. Spielintelligenz. Ja. Emirovic, danke schön für viel, mein Bruder. Aleikum salam. Vielen, vielen Dank. Ja, guck mal, er läuft. Komm, weiter. Aktion ja. Ist noch heiß. Guck mal, sein Laufweg. Ja. Gut. Hat er gut verteidigt. Weißt du, was ich mir bei ihm nur vorstellen kann? Guck mal, so ein Auge habe ich jetzt. Guck mal, seine Schnelligkeit hat mir auch krass gefallen, weil ich dachte, er ist nicht so schnell. Sein Antritt war krass, aber ich kann mir bei ihm vorstellen, dass sein Ausdauer vielleicht ein bisschen schwächer ist. Der ist auch manchmal gerne, glaube ich, auch in Shisha-Bar. Slowakei Herren Nationalspieler, Bruder. Der muss jetzt so vorstellen. Boah, schön, Kamera gerettet, smooth, Bruder. Der muss jetzt Ronaldo verteidigen. Bruder, das sah nicht nach Ronaldo verteidigen aus. Ja. Kev, kannst du dir so vorstellen, dass einer... Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt ist vorbei. Der muss genau, der sagt, der Herren Nationalspieler, der muss jetzt solche... Bruder, aber auch die Bälle, also dass er auch so weg, zu weit gekommen ist, der Innenverteidiger. Kaliber, Neymar und Co. verteidigen kann. Kein einziges Mal vorbei. Mann, ich bin mir so sicher, obwohl der U21 türkische Nationalmannschaft, der hat wirklich eine schöne Technik, wirklich geile Bewegungen, geile Übersteiger, der geht vorbei, der ist flink, aber es ist trotzdem der U17 Kosovo Nationalspieler. Beikommen. Eine Aktion noch? Da bin ich mir ziemlich sicher. Also 1920. Er war richtig gut. Auch gute Bewegung. Ja. Hat den einfach mal kurz Bahn geschickt. Ja, ich sag dir ehrlich, ich finde den stark. Mach doch bitte eine Aktion, ja, aber kurz durchatmen. Kriegst den. Große Feld. Da haben wir jetzt drauf ankommen. Ich hab auch gute Warten. Das finde ich, weißt du, ich. Boah, der ist echt gut, ja. Ich mag diese Gradlinigkeit. Keine zu viele Faxen. Danke, Jungs, ja.
Dave, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen. Du bist 17? Ich bin 17 geworden, ja. Und du bist also quasi 16 gewesen, jetzt 17 geworden? Und ja, im Januar bin ich 17 geworden, ja. Und spielst U20 Ghana jetzt schon? Ja, also meine Mitspieler sind auch alle um den Dreh so 17, 18. Ja. Und so die Spieler, die so 19, 20 sind, sind jetzt in der U23 von uns. Also okay. Weil Ghana hat keine U19 und keine U17. Und die, ist das so, Kev? Das kann sein. Weißt du aber nicht 100%? Das kann sein. Es gibt Länder, die haben sogar... Also die haben auch kein Afrika Cup mitgespielt, also Afrika Cup of Nations, diese Jugend, haben nicht mitgespielt. Und ja, es gibt bei uns dann nur Youth African Cup of Nations. Ja. Also das heißt U20 und U23 hat ein eigenes Turnier. Also ist so verschieden. Und eigentlich so, wir spielen so gegen Mali U19 und so. Also auch so Mannschaften, die auch so U18 und U19 haben. Also wir sind keine reguläre... Der Junge kann auch was. U17 oder U19. Der Junge kann auch was. 19? Ja. Weil ich weiß nicht wieso. Woher aus Ghana kommst du genau? Mein Vater kommt aus Accra, meine Mutter aus Kumasi. Entesse. Okay, mal ein kurzer Test. Also ganz kurz, Bro, spielt ihr gegen auch andere Mannschaften? Also spielt ihr gegen U20-Spieler oder gegen U17? Nein. Wir spielen so. Ja, ist okay. Matze. War okay. War nicht rausgestochen, nicht abgefallen. Der ist so mitgegangen einfach. Also meine Mitspieler sind ja auch 17, 18, das ja, heißt, deswegen. Wir spielen so gegen U19, so Mali. Ich dachte jetzt, weil das... Aber ja, Ghana U20 kann ich mir auch nicht vorstellen, also, glaube ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er viel jünger ist. Ich dachte, weil du gesagt hast, du bist 17 und hier steht U20, dachte ich mir halt, weil der vielleicht zu gut ist, so spielt er mit den Älteren. Aber sag ja, die gibt's... Manche, ja, deswegen. Okay. Gölkem, noch ganz kurze Frage an dich. Ich glaube, dass du ein Wahnsinnsfußballer bist, haben wir gerade gesehen. Mannschaftsfußball, wo spielst du da? Kaiserslautern, in der U21. Kaiserslautern? Ja, ja. Könnte schon sein. Ach, spielst du dann nicht mit? Wer war nochmal bei Kaiserslautern? Stimmt, da war doch noch einer, der der Kaiserslautern gesagt hat. Wer war denn noch bei Kaiserslautern? Emre. Spielt in einer Mannschaft? Ja, ja. Wir sind zusammengekommen. Ja? Ja. Nein, er hat sich verkackt. Er ist 100%. Ja, okay, spannend. Kann ja sein, aber kann sein, dass einer von denen nicht in der Nation. Der andere war da aus... Nationalmannschaft. Ja, einer sagt, die war... Okay. Boah, das triggert mich gerade mit... Aber Lautern ich weiß, jetzt. Dass Kaiser... Boah, ja, Mann, das triggert. Also, ich bin sowieso für Kosovo. Ich war mir auch sicher. Ich bin sowieso sicher, aber trotzdem. Das Lautern... Ich habe sofort gesagt, Kosovo. Starke Jugendspieler hat. Die haben eine starke haben Jugend die aber schon immer eigentlich gehabt, oder? Haben die. Ne? Aber ist doch so, oder nicht? U21 Lautern, ob das jetzt für U21 Türkei... Reicht, ist schon krass. Ist ganz, ganz schwer. Mann, niemals Türkei U21, wovon reden wir, Chat? Schwer. Ja, weil wir reden davon U21 Türkei, da hast du wahrscheinlich auch Topspieler von der U19 von Gala, Fener. Ja, yeah, Bruder, also. Ja, oder vielleicht schon zweite Mannschaft von den Clubs, ne? Weil die alle schon 18, 19 sind. Ich glaube, wir haben mich den ersten rausgewählt. Aber schwer. Wir bleiben bei Fußball. Ja, der Grüße bleibt mir nicht mehr raus. Gehen wir zu Ort. Ich muss einfach mitlachen, ja. Ich hab einen klaren Favorit. Ja, dann hau raus, wenn du einen klaren Favorit hast. Ich hätte nach den Eindrücken ja, von den vier, die da waren, glaube ich einfach, dass Donat in der Runde am schwächsten war. Auch ein bisschen von der Körpersprache. Es ist 100% Donat. Es ist, also ich bin mir so sicher, ey, das ist crazy mal wieder. Ein bisschen da die Überzeugung, dieses Feuer gefehlt. Ja, Gürkem hatte schon viel Feuer in sich. Klar, ne, man muss jetzt auch bewerten, die Jungs, die noch da sind. Martin, Slowakei, A-Nationalmannschaft. Gürkem, Türkei, U21. Dave, Ghana, U20. Ja, das ist natürlich auch jetzt Niveau. Deswegen glaube ich aber, dass in der Runde Donat derjenige ist, der sportlich am schwächsten war. Ja. Okay. Ja, wenn ich jetzt die Leistung bewerte, dann war für mich Doni auch am schwächsten in dieser Runde. Niemals raus. Ich würde auch ganz klar Martin. Ganz, ganz klar Martin. Ich würde Dave weiter, Doni weiter und also Martin ganz klar. Ich fange jetzt aber auch an zu wackeln, weil ich glaube, wir haben diesen Luxemburg-Spieler rausgewählt als erstes. Nein, Mann, der ist es nicht. Niemals. Das kommt mir immer realistischer vor, aber der hat tote Schüsse gehabt am Anfang. Ich gehe auch mit Doni diese Runde. Ja, Doni, Bro, ich muss leider auch mit dir gehen. Ja. Riesenfehler. Als
als Sechser oder Zehner, du bist ja zentraler Mittelfeldspieler, war es für die offensiven Aktionen war es irgendwie doch zu schwach. Wobei ich am Anfang gedacht habe, dass du ein Techniker, also bist bestimmt ein Techniker, man merkt das schon, aber als Linksfuß, deswegen wollte ich auch, dass du auf der rechten Seite anfängst, so, weil ich kenne das Gefühl, ich würde auch gerne immer, habe auch immer gerne nach so innen gezogen und draufgehauen und so, aber es war mir irgendwie ein bisschen zu wenig, Bro. Die Dynamik hat gefehlt. Du hast nicht Tempo aufgenommen. Mann, der spielt locker. Der hat versucht, die Bälle einfach in die Ecken zu schieben. So hast du zu viel gewackelt irgendwie. Deswegen war es nicht ausreichend. Deswegen würde ich mit dir gehen. Ich hatte einen anderen Mann auf dem Zettel, sage ich ehrlich. Ja? Ja, ich hätte Doni drin gelassen, weil er muss auch gegen 2, 3, 5 Jahre ältere Jungs spielen, zum Teil. Ich hätte den Mann aus der Slowakei rausgewählt. Digga, Martin wäre schon bei mir vor ein paar Runden schon raus gewesen. Weil einfach, weil du hast es ordentlich gemacht, war nicht schlecht, also du warst gut, aber ich muss mir ja vorstellen, dass du jetzt zum Beispiel ready wärst, Mbappé, die ganz großen Spieler zu verteidigen. Und da sage ich, da sehe ich dich nicht. Ich glaube schon, dass du so zum Beispiel Herren-Regionalliga super Niveau spielen kannst, ne? Aber für Slowakei, Herren-Nationalspieler, das man nicht ist. Benni, ich weiß gerade nicht, Brudi. Es geht ja auch darum, wie weit ist das glaubwürdig, hätte ich dich aber eher rausgewählt. Meine Meinung ist jetzt nicht mehr relevant. Ich finde, weil er ja gesagt hat, hat. Wie viele Spiele hast du gemacht? Nein, ich bin nur im Kader. Hast du noch gar keine Spiele gemacht? Okay, aber dann muss ja trotzdem ready sein, verstehst du? Auch okay, wenn einer verletzt ist, müsste er ready sein. Und das glaube ich nicht. Ich gebe mal einen Call ab. Ne? Ich sage, von 5 Spielen, wo Deutschland Herren-Nationalmannschaft gegen Slowakei Herren-Nationalmannschaft spielt, gewinnt Deutschland nicht 5-mal. Sage ich so. Da wird ein Spiel von 5 Spielen dabei sein, wo es vielleicht unentschieden ausgeht oder sonst was. Weil Slowakei kann auch eklig spielen, kann unangenehm werden. Und das sage ich ja. Und ich muss mir vorstellen, aber geht ihr da mit, Chat? Deutschland ist auch gerade schlecht. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen bei der EM sehen. Ich glaube, die haben jetzt richtig geile Kicker. Auch mein Call, jetzt habt ihr schon gehört, falls das Video vor der EM öffentlich kommt, sage ich, dass Deutschland bei der EM mindestens ins Viertelfinale kommt. Das sage ich aber auch. Safe. Aber Türkei auch. Ich glaube, Türkei auch. Vielleicht kann ich noch eure Meinung ändern. Ich habe U15 alle Lehrgänge bei der deutschen Nationalmannschaft mitgemacht. Bin dann sage ich mal so, aussortiert worden. Der Trainer wollte mich nicht mehr haben. Bin dann zu 16 Kosovo. Wir hatten ein 4-Nationen-Turnier mit Bulgarien, Gibraltar und Nordmazedonien. Hab alle 3 Spiele gespielt. Und jetzt hat... Haram, Digga, ist es wirklich und er muss sich einfach verteidigen. Hart. Digga, er muss sich einfach verteidigen. Das ist hart, Digga, ja. WM-Qualifikation, aber da war ich krank und hatte meine Mandelentzündung. Und deswegen jetzt im März wieder neue Lehrgänge und da bin ich wieder dabei. Ändert das eure Meinung jetzt, ist die Frage. Digga, oder ich täusche mich, aber ich bin mir wirklich sehr sicher wie die letzten Male. Ihr guckt mich alle an? Nein, meine nicht. Meru, Enno, Kev? In dem Fall nicht. Ich bin voll bei deinem Chris, Argument, moin, dass das schwer abzunehmen ist mit Slowakei, A-Nationalmannschaft, aber ja. Wir müssen ja die heutige Performance eigentlich so bewerten. Ihr müsst die heutige Performance bewerten, aber ihr müsst auch bewerten, wo wer spielt und ihr müsst auch bewerten, wie sich jemand gibt und wie er davor in den Challenges war. Meine Meinung. Nur das, also was heute hier abgeliefert wird, müssen wir bewerten und dann müssen wir uns vorstellen, ob das realistisch ist, dass die da spielen, wo die sind. Und ich deswegen macht das für mich keinen. Bei dir bin ich, könnte auch sein, ich bin mir bei dir auch nicht sicher, aber meine Jury-Kollegen haben so entschieden. Dann hat es heute nicht sein sollen. Aber Erion, mein Freund, Donat, Doni, vielen Dank fürs Mitmachmaschine, ja? Danke, Bro. Hart, Digga. Ich fühl das gerade voll, weil ich bin mir so sicher. Hart, denkt sich gerade. Aber na komm, ja, ihr habt mich geknallt. Ich akzeptiere die Meinung und ich weiß, ich kann es viel besser. Aber man muss halt akzeptieren, was gesagt kriegt. Ich bin mir. Irgendwie habe ich jetzt aber Angst. Ich weiß auch nicht warum. Freunde, wir haben jetzt das Halbfinale einmal mit Dave, Görkem und Martin. Wir gehen jetzt in den Dribbling-Parcours mit Abschluss und darauf freue ich mich auch extrem. Deshalb viel Spaß dabei. Gerne. Dave. Komm dynamischer, wir wollen was Dynamisches sehen. Genau, das, was du kannst, glaube ich auch. Gut, Dave. Ja, das sieht gut aus. Komm, einen hast du noch, Bro. Schön mit beiden Füßen dribbeln, aber jetzt dynamisch. Komm, wir wollen was sehen. Komm, mal richtig dynamisch. Ja,
Dave ist gut, Bruder, ja. Also Dave hat mir bis jetzt... Der spielt Freitona Wiesbaden. Bis jetzt? Digga, Enno ist einfach hart. Enno, er hat einfach meinen Platz eingenommen, ja. Digga, wenn der Mann streamen würde und auf die ganzen Sachen reacten würde, er wäre auch Killer, ja. Dave ist gut, Bruder, ja. Was er sagt jetzt? Also Dave hat mir bis jetzt... Der spielt Freitona Wiesbaden. Freitona Wiesbaden sagt er einfach hart. Jetzt? Okay, Gottcam. Wenn du ready bist, gerne. Okay. Kleine Schritte, cool, so eng, ja, ja, eng. Guck mal. Ja, weißt du, was ich meine? Nach was soll ich denn jetzt bewerben? Ich brauche nicht noch einen. Ja, einen. Ja, ja, safe. Dieses Kaiserslautern U21 hat mich nur das getriggert. Das hat mich auch ein bisschen getriggert. Ja, das ist schon ein bisschen. Aber du glaubst, wenn Kaiserslautern irgendein Türke wurde, der irgendeinen Kontakt hat, den zur Nationalmannschaft. Oder er kann mit rechts. Ah, kann schon gut, der ist schon gut trotzdem, ja. Aber denkt ihr, wie, ich muss mal in seinen Stream reingucken, ja? Streamt der gerade? Nein, oder? Von mit links, ja, genau. Muss er nicht. Aber er will damit sagen. Jetzt, aber der letzte Kontakt war auch minimal schlecht, dass er den mit links schießen musste dann. Ja, da war ganz kleiner, schwacher Kontakt dabei. Aber Martin, gerne. Jetzt bin ich als Innenverteidiger gespannt. Also, dass er so weit gekommen ist, das grenzt schon wirklich an Beleidigung, tut mir leid. Martin, es ist nicht persönlich gemeint. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr krass, Digga. Ich bin echt gespannt, wo er am Ende spielen wird, ne? Ich finde ihn für den Innenverteidiger richtig gut. Ich sag dir ehrlich, für mich gerade besser als Dave. Ja. Die Dynamik, diese... Martin, einmal richtig dynamisch, okay, mit Power. Versuch mal reinzugehen. Mal gucken, wie ein Innenverteidiger das... Die anderen Innenverteidiger, die hier hinkommen, mal sehen, wie ein Innenverteidiger auch dribbeln kann. Gut. Ein bisschen steif. Ich kann mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen, dass... Der sagt, Bruder, minimum 5 Millionen Marktwert, Bruder, fängt an A-Mannschaft. Also der muss mindestens 5 Millionen Marktwert jetzt haben. Ich schlafe dran, Bruder, ein Honimax, Bruder. Weil ich gar keinen Cent mehr ausspiele. Bruder, warte mal ganz kurz. Ich wollte dazu nichts mehr sagen. Ich habe meinen Favoriten. Ich sag, bin mir auch sicher, aber ja. Den kein Essen aus. Ein Moment, Bruder, ein Moment. Stimmt es mit 5 Millionen Marktwert? Müsste man mindestens haben. Ja, also ungefähr so. Wenn du Bundesliga spielst, ich würde anders haben. Ich geh jetzt schon in die Richtung. Was willst du denn? Ich würde dir nicht mal Essen ausgeben. Ich hoffe, Koran. Dicker Enno. Geil, Digga. Warum würde ich ihn nicht mehr Essen ausgeben, sagt er. Lala Willen. Ich mach Spaß, Bruder, der ist sehr gut, Bruder, aber das ist halt zu hoch gegriffen. So zu hoch gegriffen, ja. Lass uns eine Entscheidung treffen. Alle haben angefangen, ich fange einmal mal an. Görkem, Kaiserslautern triggert mich noch ein bisschen. Deshalb. Aber ich kenne den irgendwoher. Irgendwo habe ich ihn schon mal gesehen, den Görkem, aber ich weiß nicht woher. Irgendwie kommt mir sein Gesicht bekannt vor. Ich muss dich rein fußballerisch unbedingt weiterlassen. Also das, was du ablieferst heute, Weltklasse, wirklich richtig, richtig gut. Dave, solide, gut. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du ein linker Außenverteidiger bist. Ne? Für dein Alter dann, auch wenn du 17 geworden bist, sehr, sehr gut, sehr weit. Slowakei, für einen Innenverteidiger auch ein bisschen steif, aber trotzdem noch sehr, sehr beweglich. Also ich habe andere Innenverteidiger... Digga, ich glaube wirklich, der wird dann auch sagen, er spielt so Landesliga oder so. ...gesehen, die haben sich deutlich schwerer getan. Sehr, sehr gute Ballführung für einen Innenverteidiger. Aber ich schätze dich für Herren... Also wie Kev es gerade kurz gesagt hat, du müsstest quasi ready sein, auch Bundesliga zu spielen. Und da sehe ich dich noch nicht. Das ist das einzige Ding, ich schätze dich Herren... Alter. Digga, wenn ich das höre... Dann müsstest du auch alleine der Gedankengang, ich will es nicht mal aussprechen. Es tut mir weh, das auszusprechen. Überlegt euch ihn mal in der Bundesliga. Digga, wovon reden wir hier gerade? In Regionalliga so in dem Niveau ein. Die Frage ist, würde Slowakei, auch ein Land mit sehr, sehr guten Fußballern, ne? Weißt du, was ich meine? Da spielen Top-Fußballer. Und da frage ich mich, ob die wirklich einen Spieler von der Regionalliga in Deutschland nehmen würden. Weißt du, was ich meine? Das hat Hamšík, wie viele Jahre hat Hamšík, oder ist er vielleicht aktuell noch? Nur 10 Jahre, der ist nicht mehr da. So, der hat bei Napoli zerrissen.
Der bei war Trabzonspor auch. Hä? Bei Trabzonspor hat doch das. Guck mal. Ich bin vierter Innenverteidiger. Nochmal? Ich bin vierter Innenverteidiger. Viertel Innenverteidiger. Vierter. Achso, vierter Innenverteidiger. Wir hatten damals im Trainingslager ein Testspiel gegen Slovan Bratislava. Das ist die Hauptstadt von Slowakei. Und seitdem wurde ich auffällig. Und dann im Oktober wurde ich übernommen, aber wie gesagt, kein Spiel gemacht. Ey, dass der durchkommt, ist geisteskrank. Und die haben mir selber gesagt, ich muss wieder reinarbeiten, aber ich gebe mein Bestes. Ich glaube dir das nicht, deshalb würde ich dich rauswählen. Bruder, es ist irgendwie gerade schwer. Also du hast schon recht, so, der müsste jetzt fit genug sein, zum Beispiel für die Bundesliga, so, aber er sagt, er ist vierter Innenverteidiger, das heißt, er spielt vielleicht wirklich Slowakei Nationalmannschaft und vielleicht ist er jetzt gerade aktuell noch nicht ready. Bruder, wenn ich da sitzen würde, ich würde sagen, Bruder, was redest du hier vor mir? Du bist doch nicht Slowakei in der ersten, nicht mal zehnter Auswechselspieler bist du. Der ist ja geisteskrank. So direkt Stamm zu spielen, aber keine Ahnung, Bruder. Ich bin gerade auf jeden Fall zwischen Dave und Martin, bin ich mir ein bisschen unsicher. Deswegen würde ich erstmal abwarten, wenn es geht, und wird nochmal die Meinung von Enno. Bro, ich sag dir ehrlich, Slowakei ist zwar hochgegriffen, aber er hat teilweise heute Situationen abgeliefert, vor allem bei der. Oh nein, bitte, Jungs, ey. Die Jury war nicht schlecht bis jetzt. Aber jetzt geht's zu weit, Digga. Bitte, Jungs, reißt euch zusammen. Der zweiten Challenge war das. Sehr, sehr gut aussah, weißt du? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein, zwei Spiele gab, wo er wirklich sehr gut abgeliefert hat, wo die ihn dazugeholt haben, aber er noch nicht die Chance hatte. Und Kicker Stuttgart passt auch für mich von der Leistung her. Deswegen würde ich eher Martin für die Finale da lassen und den Dave rauswählen, weil mir da auch einfach allgemein, da fehlt mir irgendwas noch, Bruder. Ja, ich würde jetzt auch Enno nicht ganz Unrecht geben von der Leistung. Von her, glaube ich, wäre es hart, Martin rauszuwählen, wenn man vergleicht, was alle drei jetzt abgeliefert haben. Ich sag allgemein, dass ich sehr, sehr schwer glauben kann, dass ein Spieler aus der Regionalliga, weil Stuttgarter Kickers, kaufe ich ihm voll ab, das spielt er 100%. Bruder, glaube ich ihm niemals ab. Ich glaube nicht mal, dass er Kickers spielt. Ich glaube, die sagen 100%, dass er da spielt. Ich sage ja nicht mal, Regionalliga spielt er. Digga, ich glaube wirklich, er spielt so Bezirksliga. Ich mach keinen Spaß. Prozent. Ja, liebe Grüße auch an Luigi Campagna. Aber dass er dadurch dann A-Nationalspieler von Slowakei ist, das glaube ich nicht. Deswegen würde ich sagen, dass im Finale aus meiner Sicht Dave gegen Görkem. Stuttgarter Kickers, ganz kurz, ist Tabellenführer, ne? Nochmal? Stuttgarter Kickers. Er spielt doch. Oh mein Gott, das rückt mich jetzt gerade auf, ja. Das ist gerade Tabellenführer Regionalliga Südwest, ja. Ne? Ja. Vor Hoffenheim 2. Ja. Okay. Ja, ganz das kurz, kann ich also auch ich entscheide. Ich kann auch vorher gucken, einfach nur, wie die Ligatabelle ist. Gerade Restmann, ja, ne? Du entscheidest. Um ehrlich zu sein, wirklich hat mir Martin seine Leistung heute im Allgemeinen, jetzt so alle Übungen, wenn ich alle Übungen bewerte, hat mir Martin schon sogar deutlich mehr gefallen. Das ist krass. Ich bin einfach komplett anderer Meinung. Krass. Panewitz, wenn dieser Mann da in der Jury wäre, ich weiß nicht, ob du die Folge geschaut hast. Erstmal Dankeschön für 5, mein Bruder. Also, was wir hier gerade sehen, wir können es hier nicht fassen. Ich weiß nicht, ob du gerade zuhörst. Also es ist ja geisteskrank, was wir hier gerade miterleben. Ne? Das ist ja wirklich... Ich falle hier wirklich vom Glauben ab. Also würdest du Dave rausnehmen? Deswegen würde ich... Ey, guck's dir an, Kevin. Guck's dir an, Brudi. Dave, rausholen. Dann heißt wieder Gleichstand. Ihr dürft jeweils einmal schnell offensiv, einmal defensiv, ja? Alleine wie er nur läuft. Eieieiei. Wir sind in einer Illusion, Leute. Wir sind in einer Matrix, ich sag euch so, wie es ist. Ja, mach ich noch Panne. Komm, mach mal eine schnelle Aktion. Jetzt einfach die
nach Hause geschickt, Mann. Tschüss. Okay. Reicht. Okay. Danke, Martin. Okay, Bruder, ich schwöre, er kommt vorbei. Real Talk. Er kommt zwar vorbei und er macht ihn auch rein, aber Digga, das sieht so unbeholfen aus. Er ist einfach dies nach Hause geschickt, Mann. Tschüss. Okay. Okay. Reicht. Okay. Danke, Martin. Okay. Das sieht so komisch aus. Ja, aber Dave ist ja auch nicht gut. Das ist jetzt, wenn er jetzt die Aktion nicht kriegen würde, wäre es. Oder das ist ein absolutes Kino. Oha. Ich bin auf jeden Fall, ich will, dass Martin bleibt. Martin soll bleiben. Mehr Martin soll bleiben. Ja, ich glaube, Finale ist recht eindeutig. Was Martin da gerade gezaubert hat, war unglaublich für mich. Martin, ich habe dir wieder Unrecht getan, mein Freund. Was du gerade gezeigt hast, unglaublich. Für einen Innenverteidiger Finale. Kevin, Junge. Finale. Ja. Wir sind in einer Illusion, Leute. Ich weiß schon genau meinen Titel für die Reaction. Also, auf jeden Fall auch. Ich bleib bei Martin. Ja, ich bleib auch bei meiner Entscheidung. Okay. Meine Entscheidung ist egal. Danke, Dave, fürs Mitmachmaschine. Danke, Bro. Ja, also ich muss akzeptieren, was die Jury jetzt gesagt hat. Also ich bin jetzt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich weiß, ich kann es definitiv besser, aber ja, genau, das hält mich nicht drauf. Kev hat es gerade schon gesagt, Finale Görkem gegen Martin. Das wird ein geiles Finale. Viel Spaß im 1-1-Duell. Bruder, ich schwöre, Hamo Sensei, wenn er es ist, oder ich streame hier nackt zu Ende. Ja, deswegen hätten wir direkt eigentlich da. Oder der Türke, auch wenn er es nicht ist, ich denke immer noch nicht, er ist es safe nicht. Ich bleibe auch definitiv bei meinem Punkt und da stehe ich auch zu. U17 Kosovo, aber der Türke ist echt gut. Der hat wirklich geile Bewegungen drauf. Ball an den Ball. Und so ein harter Ball war das, Mann. Das war wirklich ein Schwer. Macht er auch gut. Oder bitte, wie verteidigt er? Slowakei. Herren! Ja, deswegen hätten wir direkt eigentlich ich da. Den Ball an den Ball. Und so ein harter Ball war das, Mann. Das war wirklich ein Schwer. Macht er auch gut. Stark, krass, Mann. Oder ist krass. Bruder, das ist so krass. Bruder, dieser Ball war schwer, ha, der war hart. Ich sag, wie er den Ball annimmt, wie er den Ball annimmt. Für so einen Ball, so eine Annahme war sehr gut. Das wird Fans sehen. Genau. Oh, der liebt das aber nochmal. Das hat er aber schnell gemacht. Kurz nur gebremst und dann direkt mit links. Das macht er aber den ganzen Tag schon, ne? Ja, aber zieht, Bruder. Ja, hat immer geklappt. Auf große Tor haut er den auch rein. Man verteidigt durch. Martin macht das aber auch gut. Ah, packen, Digga, packen. Görkem verteidigt besser als Martin gerade. Ich schwöre. Ja. Ich schwöre, Görkem verteidigt gerade besser. Das hat aber auch gut geklappt. Auf große Tor haut er den noch. Bitte guck mal seine Annahme. Noch rein. Man verteidigt durch. Martin macht das aber auch gut. Und hört jetzt auf, in den Kommentaren danach zu schreiben, Bilal, hast du was gegen Martin? Nein, ich bewerte lediglich seine fußballerische Leistung. Und dass dieser Mann im Finale ist, ist eine Katastrophe. Ich sage, er spielt Bezirksliga oder Landes... Ich sage Landes- oder Bezirksliga. Das ist mein Call. Packen, packen. Görkem verteidigt besser als Martin gerade. Ich schwöre, ja. Ich schwöre, Görkem verteidigt gerade besser als Martin. Letzte Aktion. Ja, der macht es auch offensiv nicht schlecht, der Junge. Er spielt auf jeden Fall Regionalliga, das sieht man. Ja, der spielt, der kriegt das. Wir haben genug. Dankeschön. Freunde, heute ein paar neue FitGun-Produkte, die euch als Fußballer, Sportler mit Sicherheit interessieren werden. Hier einmal das Bienenbrot. Ich bin baff. Also ich bin gleich echt gespannt auf die Auslösung.
auf die Auflösung und ich hoffe, die sind da auch ein bisschen dann ja, auch traurig darüber, wie die es entschieden haben. Der Fußballer, was er heute auch auf den Platz gelegt hat, ist für mich Görkem. Und deshalb ist für mich mein Nationalspieler U21 Türkei Görkem. Ich finde auch, es ist Görkem. Ich fand deine Leistung heute übertrieben stark. Du bist ein krasser Techniker, du hast mir übertrieben gefallen. Deswegen denke ich auch, dass es Görkem ist, dass du bei der Nationalmannschaft U21 Türkei spielst. Oder vom Optischen her, der erste Satz, was ich gesagt habe heute, als ich hier reinkam, ist, dass du der Nationalspieler bist. Du bist auf jeden Fall der beste Kicker hier, aber für mich der Nationalspieler ist Martin. Slowakei, ich gehe mit Ehrlich? Martin. Krass. Wir leben in einer Illusion, ja. Ich sage euch so, wie es ist. Ja, also ich glaube, ja, vielleicht ist das jetzt hart, das zu sagen, aber ich glaube weder, dass Martin A-Nationalmannschaft Slowakei spielt, noch dass Görkem Türkei U21 spielt, aber wenn wir die Leistung der letzten Challenge bewerten, ist Görkem heute der Mann des Tages. Er ist ja, der beste deswegen, Kicker heute. Ja, ist auf- ja, aber du musst ja eine Mannschaft sagen trotzdem, Kevin. Auf jeden Fall der Mann des Tages. Bin mir 100% sicher, dass wir ganz am Anfang eine falsche Entscheidung getroffen haben, von hoch ins Regal greifen, von Niveau und allem. Aber Männer ist es. Ja, ich glaube. Emre ist es. Ja, ich habe das irgendwie. Bruder, was für Emre. Also, ich sage nochmal und ich bin ein Beep, wenn ich hier lüge, wenn ich hier sitze und sage, ich habe die Folge vorher geguckt. Weder dir steckt mir irgendwas zu oder sonst wer. Niemand. Ich würde mich selber verarschen. Denkt, was ihr wollt. Wenn ihr denkt, ich gucke mir das vorher an und sitze dann hier 2 Stunden und Projekte und mir macht selber keinen Spaß. Dann glaubt das. Ich habe nichts geguckt, ich wusste gar nichts. Und ich bin mir so sicher, dass es U17 Kosovo ist. Und ich bin mir zu 99,999% sicher. Weder Emre noch Görkem oder noch Martin erst recht nicht. Ich bin mir so sicher. Und ich wirklich bin sehr enttäuscht. Und dann sage ich auch endlich mal einmal zu mir, Bilal, sehr schwache Leistung. Weil ich finde, als Fußballer oder als ehemaliger Fußballer, der Ahnung hat vom Fußball, musst du das definitiv erkennen. Und ich sage auch, Sydney hat ihn 100%ig erkannt. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass Sydney auch gesagt hat, aber schreibt jetzt nichts rein, nichts reinschreiben jetzt, bevor wir die Auflösung haben, dass er auch gesagt hat, der von Kosovo ist es. Irgendwie im Gefühl, dass das einfach ein Fehler war, aber wir werden es gleich sehen. Ich logge jetzt für Finale Görkem ein. Sag ich, der kommt mir auch bekannt vor. Okay. Ha? Sag ich, ich hab den irgendwo Ding Instagram. Bruder, also ich bin baff. Ekliges Gefühl. Okay, dann würde ich sagen, jetzt darf mal der Nationalspieler bitte nach vorne kommen. Der Moment ist da. Ach du meine Bruder, ich wusste das. Ich hab nein, der flaxt. Der flaxt. Kein Bluff? Kein beide? Bruder, wir haben heute wieder. Ah, okay, krass. Einen haben wir richtig, aber der andere? Wow. Also einen haben wir safe. Da war ich mir zu 1000% sicher. Da war ich mir zu 1000% sicher. Aber what the fuck, der andere? Quasi gegen Deutschland Nazio ready sein, ne? Ja, ja. Das ist schon krass. Aber ich freue mich drauf. Deshalb nicht lang fackeln, heute direkt erste Challenge, Powershot. Dann kannst du gerne starten. Die laufen dann mit Tempo, also alles mit Tempo jetzt, ne? Der ist raus. Er ist mit dem krank. Ich bin baff. Also ja, es ist Luxemburg, ich weiß. Aber ich glaube, Luxemburg Nationalmannschaft ist einfach bodenlos. Tut mir leid, dass ich es so sage. Tut mir leid, dass ich es so sage, aber ich glaube, Luxemburg Nationalmannschaft, was war das, 17? Kann nur bodenlos sein. Alter. Ist das geistes, ich bin baff, ne? Aber Jungs, U17 Kosovo,
Seid mal ehrlich, wie sicher wart ihr euch auch? Wie sicher wart ihr euch auch, Chat? Ihr habt es auch gesehen, oder? Safe, dankeschön, Jungs. Ich wusste es, dass ihr auch Ahnung habt. Dankeschön. Man merkt das doch, oder nicht? Ich küsse doch eure Herzen, Mann. Ja, ich wusste es. Dankeschön. Und ja, dankeschön. Ich sag doch, ja, ich wusste es aber auch. Geil, aber ich muss es mir jetzt hier. Was hat nochmal Enno gesagt? Der Junge hat auf jeden Fall Speed. Der ist safe raus, Bruder. Temperatur auf jeden Fall gut. Bruder. Also wenn wir hier aus Spaß spielen, 5 gegen 5 Baller, ich würde dir nicht wählen, Mann. Oh mein Gott, Dicker, Enno hat ihn einfach begraben. Digga, also tut mir leid, ich sehe das nicht als Niederlage für mich an. Ich sehe das nicht für mich als Niederlage an, wisst ihr was? Tut mir leid, sag ich euch ganz ehrlich, also das kann man ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Wer hier den richtig errät, also wenn das jemand schafft, geisteskrank. Guck mal, guck doch mal, Bruder. Walla, der hat nichts mit Fußball zu tun, Bruder. Alter, also sein Linker ist auf jeden Fall schwach. Das ist ein schwacher Fuß. Bruder, der hat gar nicht getroffen. Ja. Gar nicht getroffen. Ich bin aber wirklich echt sehr enttäuscht jetzt von ihm. Bruder, ich weiß ehrlich. Ich auch, Bruder. Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, der Emre hat mit Fußball nichts zu tun. Der verarscht uns gleich. Der sagt einfach, ja, ich spiele PlayStation zu Hause. Ich mein, ich twitch Streamer. Beides? Bruder, wir haben heute wieder. Ey, Bruder, aber. Luxemburg U21. Ja. Kaiserslautern U21. Genau, ist richtig. Scheiße, bei dir stimmt alles. Aber mir stimmt alles. Also, ich bin der Luxemburgische Nationalspieler U21. In Luxemburg ist es so, dass ab der U13 der luxemburgische Verband sowie ein NLZ hat. Das bedeutet, dass du von der U13 bis zur U19 4 bis 6 Mal die Woche mit dem Verband trainierst und dann nur am Wochenende zu deinem Verein gehst. Das heißt dann Freitag Abschlusstraining Verein, Samstag Spiel. Und während der Woche hatten wir dann immer Leistungsvergleiche. Krass. Mit anderen NLZs in Deutschland, Belgien, Frankreich. Und so versucht der luxemburgische Verband halt die Spieler weiterzuentwickeln. Digga, also jetzt wir sind noch nicht durch. Wir haben jetzt die Entscheidung, aber Bruder, ich bin jetzt so gespannt. Wenn ich gucke jetzt auch nicht in den Chat, weil ich weiß, manche spoilern. Ich gucke jetzt nur auf den Bildschirm, bis Martin kommt. Also das will ich hier noch miterleben. Weil das. Ich gucke jetzt auch, ey, ich lese ab jetzt nichts mehr im Chat, ich höre, weil das ist geil. Dass der so weit gekommen ist ins Finale, das ist, ich sage, der spielt Landesliga oder Bezirksliga. Wo in Luxemburg halt nicht so hoch ist. Ich gucke nicht, und die dann ins Ausland zu schicken oder, ja, ins Ausland zu schicken oder dass sie in bessere Vereine kommen. Ich habe 6 Jahre in Luxemburg gespielt, angefangen, F19 Stüdelange. Dann habe ich 9 Jahre beim SV Eintracht Trier gespielt. Und jetzt, dann habe ich noch 1 Jahr in der ersten Liga in Luxemburg gespielt, bei Viktoria Rosport. Und jetzt mein 2. Jahr beim 1. FC Kaiserslautern in der U21. Ja, ich wusste, danke, Bro. Und sorry, Bro. Aber jetzt haben wir noch hier... Digga, Enno, was muss ich Enno gerade denken? Enno denkt sich gerade, bitte sprechen die anderen Jurymitglieder nicht an, dass ich das vorhin gesagt habe. Donat, U17 Bosnien ist bei dir? Nee, Kosovo. Mann, das war so klar, Bruder. Es war klarer als Kloßbrühe. Das war so eine klare Nummer, Chat. Oh, sorry. Alles gut. Kosovo. Ja, alles hat gestimmt und ja, meine Leistung war jetzt nicht so gut. Digga, deine Leistung war so gut, dass man erkennen konnte, dass du ein 16-, 17-jähriger Nationalspieler bei Kosovo bist. Macht sowas von Sinn. Bin ich auch selber nicht zufrieden damit, aber ja, was will man machen? Wo spielst du nochmal, Bro? Also welche Mannschaft? Eintracht Frankfurt. Ach, Eintracht Frankfurt? Ja. Yeah. Und jeder, der, ich gucke immer noch nicht in den Chat, und jeder, der hier im Chat war und gesagt hat, er ist der Nationalspieler, er hat Ahnung von Fußball, weil das sieht man einfach. Wenn du das nicht siehst, finde ich, fehlt es dir an Fußballintelligenz. Also an alle, die hier gerade im Chat sind, GGs an euch, ich gucke immer noch nicht. Wirklich Respekt, aber das muss man auch sehen. Ja. Bist du Frankfurter? Ja. Aber stark, Alter. Kosovo U17 und U17 Eintracht Frankfurt stark. Eintracht Frankfurt, schon immer starke Jugend. Ja. Mann, komm jetzt, Martin. So, überragend. So. Ja, meine Leistung war jetzt nicht so gut, deswegen
ja, kann trotzdem, ich eure Meinung verstehen. Das heute hängt ja nicht von deiner Karriere ab. Ja, wo du das hingehst. Sowieso, aber. Von daher. Ja, aber du musst es doch sehen als Fußballer. Man sieht das, man spürt das, man merkt es. Ihr müsst ja eh nur von heute bewerten, deswegen. Ja, deshalb, aber ist doch, ich gönne dir das vom Herzen, ist doch geil. Alle Chancen, bist groß gewachsen, hast, glaube ich, eine geile Fußballerstatur. Dankeschön, Dankeschön. Und ich glaube, dein Weg werden wir in ein paar Jahren alle hoffentlich im Fernsehen. Danke, Habibi, ich küsse dein Herz, Wallah. Dankeschön, Karam, mein Hobby. Fernsehen mitverfolgen können. Martin, wann kommt Martin? Ja? Dankeschön. Danke. Danke, danke, Bro. So, danke, wir haben jetzt erstmal die Pros gehört, jetzt hören wir uns die anderen Spieler an. Ja, mein Name ist David, ich spiele nicht für die U20 von Ghana. Denn ich habe seit 1,5 Jahren spiele ich jetzt bei Mainz 05 und davor habe ich bei WM Wiesbaden 1,5. Ich habe es euch vorher nicht gesagt, Chat, weil das blöd wäre und ich habe zu ihm auch sehr, sehr wenig gesagt. Jetzt kann ich es euch sagen. Ich wollte es vorher nicht sagen, weil es blöd wäre für den Stream. Aber als ich zugucken war im Stadion, habe ich ihn gesehen und er hat mich angesprochen. Weil er saß so 2 Reihen weiter von mir und dann hat er zu mir gesagt, ich bin bei der Folge dabei. Er hat nur gesagt, ich spiele bei Mainz. Und er meinte zu mir, bitte Bilal, sag nicht nein niemals zu mir. Sag ich euch ehrlich. Ich wollte es aber nicht vorher sagen, weil es hätte die ganze Folge kaputt gemacht. Und ich wollte warten, bis es kommt, damit es nicht vorher kommt. Okay? Ich glaube, er ist sogar 16 Jahre alt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist er, glaube ich, sogar 16 Jahre alt. Jahre gespielt. Glaube ich. Also er ist noch sehr jung. Und deshalb konnte ich auch vorhin nicht so viel sagen über ihn, weil ich wollte nicht sagen, dass er auch jünger ist und dass er dadurch, dass ich jetzt nicht sagen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich musste abwarten. Und davor nochmal bei Rot-Weiß Frankfurt. Und ich habe erst, seit 3 Jahren spiele ich ein bisschen höher im Fußball. Und ja, das ist meine Geschichte. Dave, danke dir für deine Geschichte. Wirklich sehr spannend. Und ja, der Nächste bitte. 05er, Mensa. Also mein Name ist Görkem Koca. Ich spiele aktuell bei der U21 von Kaiserslautern und ich bin nicht der Nazi-Spieler. Er spielt wirklich bei U21 in Lautern, krass. Ich spiele nicht für die... Er hat sogar die Wahrheit gesagt mit seinen Kollegen. Oh mein Gott. Olle Martin, wann kommt Martin? Okay. Ich war damals im U16-Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft, aber es wurde dann halt abgebrochen wegen Corona. Und ja. Boah, Görkem, krasse Story, echt Respekt. Gib weiter Gas, arbeite hart, hast viel vor dir. Also bei mir war alles gelogen. Ich habe damals, ich bin außerdem 24 Jahre alt, habe damals in der Oberliga gespielt und habe mir dann das Kreuzband gerissen. Bin dann lange Zeit verletzt gewesen, habe mir dann nochmal das Kreuzband gerissen und spielt. Guck mal, jetzt kann ich nichts sagen, Bruder. Aktuell in der Landesliga. Landesliga. Also erstmal, Bruder, guck mal, jetzt fühle ich mich schlecht. Ach, Digga, ja. Jetzt fühle ich mich schlecht. Bruder, guck mal, das ist halt scheiße. Jetzt bin ich derjenige, der hier sitzt. Jetzt bin ich derjenige, der hier sitzt, der ihn so fertig gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Aber ja, erstmal gute Besserung, Brudi. Aber tut mir leid, dass ich so sage. Ich wusste, dass der Mann in der Landesliga spielt, habe ich auch gesagt. Bezirks- oder Landesliga, ich war mir total sicher. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht von der Jury, dass sie das nicht gesehen haben. Sage ich euch ganz ehrlich. Meinem Dorfverein, genau. Martin, der Hühne, gefühlt 2 Meter groß, echt spannende Story. Danke dir dafür, ja? Hören wir uns den nächsten Mal an. Mein Name ist Edion, ich spiele aktuell für die U17 von SVW in Wiesbaden. Krass, okay, da lag ich falsch. Seit der U10 dort, hatte jedoch noch kein offizielles Spiel für Deutschland. Ich war zwar bei vielen Lehrgängen dabei, auch bei der albanischen Nationalmannschaft. Krass. Jedoch konnte ich genau bei den wichtigen Länderspielen nicht teilnehmen aufgrund meiner Herzmuskelentzündung. Ich bin jetzt seit 2 Monaten wieder offiziell, hatte mein erstes Spiel. Die lassen mich alle schlecht, denkst du, ja. Alle schlecht aussehen jetzt. Jetzt bin ich derjenige, der hier so hart war und so ehrlich war und sowas gesagt hat. Bruder, tut mir leid, der war für mich auch bodenlos, sag ich euch ehrlich. Was soll ich machen, Bruder? Digga, was soll ich machen? Es ist meine ehrliche Meinung, Digga. Tut mir leid. Und bin ready.
Ja, krass. Aber ich wünsche natürlich eine gute Besserung und alles, alles Gute. Auf jeden Fall, mit der Herzmuskelentzündung. Damit ist auf gar keinen Fall zu spaßen. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Allein. Bruder, jeder, der hier bei mir im Chat dabei ist, der weiß ganz genau, wie der Stream abgelaufen ist. Gott weiß es und das, der Rest ist mir egal. Dass da sowieso wieder TikToks entstehen, ist doch normal. Ich, genau, Ace X Ruffy, Bruder, ich bewerte das, was ich fußballerisch sehe. Der ist noch sehr jung aber und wenn ich so das entscheide, dann entscheide ich so und dann ist es halt einfach so, Punkt, aus, Ende. Für das Schicksal, riesen Respekt. Stimmt, Meadow und Enno schon gegangen. Einfach, deshalb haben die so gecuttet, haram. Haram. Boah, das tut mir voll leid, ja. Gib weiter Gas, arbeite an deinen Träumen. Mein Name ist Irfan, ich spiele nicht für die bosnische Nationalmannschaft, ich spiele für die U21 von Kaiserslautern. Drei Spieler von Lautern. Drei Spieler von Lautern. Ich war damals in der U15 beim Lehrgang für die deutsche Nationalmannschaft dabei, aber spiele nicht für die bosnische Nationalmannschaft. Sympathisch. Freunde, ich hoffe, an dieser Stelle hat euch das Video gefallen. Gerne alle Jury-Kollegen abchecken, werden eingeblendet und die Instagram-Kanäle sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.